Herzlich willkommen zu meinem neuen Format im Shisha-Cast. Bei welcher Episode bist du schon? 56. Nein, fuck. Nein, 58. Ah, gut, wir machen das doch nicht mit dem. Der kennt den Shisha-Cast gar nicht. Ja. Ich glaube, der hört ihn gar nicht. Moritz, du bist leider schon wieder gekündigt. Freunde, herzlich willkommen zu Shisha-Cast Episode 49. Ich dachte, du kommst ein bisschen früher mit rein, aber. Ich wusste nicht, ob du es nicht weißt. Oder ob du jetzt erwartest. Alex, als ob ich nicht gewusst hätte, dass wir bei Episode 49 sind. Plot-Twist, sind wir einfach bei Folge 48 oder 50. Nein, das müsste schon 49 sein. Ich bin auch sehr sicher, dass es 49 ist. Ansonsten sagen wir jetzt einfach nochmal: Warte, du guckst einfach in die Cam und sagst 50 oder 48 und dann können wir es einfach schneiden, wenn es falsch war. Also soll ich einfach in die Cam gucken, Nummer 48? Ja, einfach in die Cam und 48. 48? Und jetzt nochmal 50? 50. Perfekt. Basti? Basti? Ich hoffe, das passt alles. Ja, auf gut, wir haben heute einen Gast am Start, den lieben Moritz von Mose. Einen wunderschönen guten Tag. Wobei, man muss ja eigentlich sagen, ist ja nicht mehr nur Mose, ne? Nee, mittlerweile gehört Emotion auch dazu und ja, Onmo auch so ein bisschen, würde ich sagen. So ein bisschen. Du hast überall deine Finger im Spiel. Bisschen. Also bei Onmo könnte man ja fast drauf kommen, ne? Ja, aber da das ist könnte man auch drauf kommen, dass da noch jemand dabei ist. Ja, genau. Ja. Und dann ist da noch so ein MO. Das könnte Moritz sein. Das könnte für Moritz stehen, ja. So ein Ding ist das. Also drei Marken mittlerweile. Genau über das Thema werden wir heute aber, glaube ich, auch noch ausführlich sprechen, wie das alles so kam, wie du angefangen hast, wie man überhaupt auf die Idee kommt, Pfeifen zu machen, wie man das dann auch wirklich macht und so weiter. Aber erstmal die Frage, wie geht's euch denn? Ja, mir geht's gut. Das ist eine Lüge. Du siehst so müde aus, Alex. Der Alex war gestern auf Konzert. Ja, also ich war gestern mit ein paar Jungs auf dem Shindy-Konzert gewesen. Und das ging dann doch noch relativ lange. Wir waren danach noch, also Konzert war eigentlich ganz cool. Waren danach noch in Wall Street, in einer Shisha-Bar in Frankfurt. Marv, wir müssen auf jeden Fall unser Projekt hier mit Shisha-Bar-Tests anmachen. Ich glaub, wir aber haben danach hast du uns ganz Frankfurt, ja, aber Alex. Ich glaube, wir haben den Spaß unseres Lebens. Ich glaube, das wird so witzig. Was hatten die denn für Pfeifen und Setups? Pfeifen waren irgendwelche Standard-Tradis. Wir haben halt an unserem Tisch Trauben, Minze und Doppelapfel bestellt, wie man es in einer Bar macht, wo man denkt, es wird eher mäßig. Ja. Ansonsten Standard-Pfeifen ist Wuka und Wuka Mini. Ehrlich? Ja. Kannst du dann erstmal den Springbrunnen zünden in der Bar, ja? Geil. kannst du erstmal machen. Ansonsten Setup war Tonkopf mit Alufolie, Kamin obendrauf. Ach, Digga, auch noch Alufolie dazwischen. Ihr müsst wissen, wenn ihr zwischen dem Kamin und eurem Kopf noch Alufolie braucht, ist das ungefähr, als würdet ihr ein Dreirad mit Stützrädern versehen. Ne? Der Tonkopf und Kamin, ey, wenn es jemand mag, alles gut. Aber Alufolie noch dazwischen ist wirklich wie Stützräder. Ist einfach lost. Ja, und Köpfe waren trotzdem eher mäßig. Also ich hatte Doppelapfelminze gehabt. Was hat ein Kopf gekostet? Also die Standardköpfe, also was wie Doppelapfel, Traum und so weiter, 15 Euro. Und Yibi. Premiumköpfe, das heißt dann so normale Sorten wie Love 66, Restpol und so ein Spaß, 17 Euro. Boah, Digga. Musst du dir mal überlegen, im Omera kriegst du eine geile russische Pfeife auf einer Caesar Bowl mit einer Cosmo Türkisch oder ein Funnel deiner Wahl. Ja, da gibt es auch geile Pfeifen von deutschen Marken. Wir müssen nicht russisch sein. Da gibt es natürlich auch viele Emotion und Mose-Pfeifen. Ja. Wichtig. Also die haben eine große Auswahl an vielen guten Pfeifen. Und da zahlst du für einen Kopf mit feinstem Darkblend 15 Euro. Ja, Plot-Twist, wir waren eine Stunde im Wall Street und sind danach zum Mera gefahren. Ja, das wundert mich wirklich kein Stück. Ja. Das ist immer so, komm, wir können doch mal was Neues ausprobieren. 3 Sekunden später, Entscheidungen wurden bereut. Ja. Ja. Und wie geht's dir, Mosi? Mir geht's auch entsprechend, weil ich auch gestern auf dem Konzert war und ein bisschen getrunken habe, aber es geht. Also man überlebt so. Man überlebt. Gut. Und also was sagt ihr euch? Also eigentlich ist nur Marvin hier fit. Ich bin fit. Ich bin müde und Moritz hat Hangover. Ich bin gestern zwar erst um kurz nach 2 ins Bett gekommen, aber ich habe wunderbar bis 10 Uhr ausgeschlafen. Ich habe meine 8 Stunden Beauty Sleep bekommen. Ich fühle mich super. So siehst du auch aus. Ja, ich bin ready für den Tag, du. Morgen noch schön die Glatze rasiert. Ja, alles wunderbärchen. Ja. Auch poliert? Immer. Darf ich mal anfassen? Ja, fass an. Oh. Ist geil, oder? Echt geil. Das fühlt sich auch für mich super weird an. Ich dachte ehrlich, das ist wie,
Kennt ihr das, wenn ihr den Bart rasiert und ihr fasst euch dann an und es ist, als ob ihr zum ersten Mal diese Haut berühren würdet? Ja. Und ihr seid so, so fühlt es sich an, wenn man zum ersten Mal berührt wird. Und an der Glatze bleibt das aber irgendwie. Also ich dachte, es legt sich mit der Zeit, aber es fühlt sich immer noch komisch an. Jedes Mal wieder nach dem Rasieren. Es ist verrückt. Speaking of verrückt, was haben wir denn für verrückte Setups am Start? Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja, da habe ich die Mose. Warte. Ja. Werbung. Und der Moritz möchte euch noch was sagen. Der Shisha-Cast wird präsentiert von Mose. Ich dachte, das kommt mit ein bisschen mehr Elan so, jetzt wo okay, du uns das mal einsprechen kannst. Der Shisha-Cast wird präsentiert. Der Shisha-Cast wird präsentiert von Mose. Wundervoll. Können wir das einfach. Kann Basti das natürlich den Satz einfach das rausschneiden raus. Und safe. Vor jeden neuen Cast einfach legen? Absolut. Das ist jetzt für immer unsere Aufnahme. Der Shisha-Cast wird präsentiert von Mose. Hast du jetzt der Angst, beste Shisha-Marke der Welt. Wir nehmen die erste. Ja, wir nehmen die erste, Basti. Du hast gerade übrigens selbst einfach Emotion gedisst. Völlig überfordert im Kopf. Scheiße. Ja, genau. Ja. Jetzt Setups. Genau. Jetzt wir Setups. Haben Werbung und der Mosi sponsert uns die Kosten, die uns der Basti kostet. Genau. Und wir gehen 0-0 heim. Ja. Das ist eigentlich ziemlich dumm. Wir müssen mal über eine Gehaltserhöhung reden. Ja, eigentlich schon. Ja, das können wir dann mal wann anders machen. Schade. Gut, Setups. So, ich habe mir die Mose Priest Pro rausgesucht auf der wunderschönen Caesar Floe Azur. Hat die noch einen anderen Namen? Heißt die noch anders? Arc heißt die Form. Stimmt. Arc. Okay. Form ist Arc. Flow Arc Azur. Mhm. Richtig. Obendrauf Fußgrimms der Killerball und ich habe einen Mix aus Quismove, Pinkman und Galaxy von Aino. Mhm. Onmo obendrauf, 3 Zauberwürfel und läuft gut. Moritz? Ja, ich rauche die Emotion Future in der Farbe Rouge mit einer Mose Exclusive Ball Wildcard in Clear. Obendrauf haben wir eine Cosmo Ball Turkish, müsste es sein, glaube ich. Mhm. Mit dem Onmo HMD und als Tabak habe ich Sebero Sweet and Sour, Mastiff Recipe und ein bisschen Canmint. Kein nice. Leime bei dir? Kein Leime. Hattest du gestern? Hatte ich gestern. Ah, okay. Weil wir wollten den Shisha-Cast eigentlich gestern aufnehmen. Hat aber nicht funktioniert. Ja. Ja. Dann hatte der Alex, also. An mir lag's Team, nicht. Team Moritz hatte. Team Mose hatte gewisse Autobahnproblemchen. Ja. Ja. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und dann hat die Aufnahme gestern nicht geklappt. Und also dann war Team Mose da, dann konnte aber Team Directly nicht mehr. Und dann hat sich das alles nicht mehr so. Und dann haben wir gestern noch so einen Kopf geraucht. Und haben natürlich in exzessiver Vorarbeit die ganze Shisha-Cast-Folge durchgeplant. Ah, bin ich mal gespannt. Ja. Das war auch keine Lüge. Ich habe gar nichts geplant. Nee, haben wir auch nicht. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Nee, du weißt von gar nichts. Wir auch nur marginal mehr. Aber irgendwie hat das bis jetzt ganz gut funktioniert. Schon. Über fast 50 Folgen. Ja. Und bis jetzt ist es okay. Ich habe mir die Flashbang genommen und die Bowl. Wisst ihr, wie oft ich in letzter Zeit nach dieser Bowl gefragt werde? Ich muss die bald switchen, aber ich finde, die passt perfekt auf die Flashbang. Ja. Also ich habe die Emotion Flashbang auf einer Caesar Bowl. Die aber damals von Mose in Kooperation mit Caesar extra für ein Event von uns gemacht wurde, und zwar das Blogger-Meet. Und davon gibt es auch leider nur 7 Stück. Und die wird auch nicht normal produziert. Das war eine einmalige Geschichte. Haben wir nicht nur 5 gemacht? Ach, wir haben welche verlost? Wir haben 2 verlost. Okay. Ja, stimmt. Eine haben Aljoscha und Yannick verlost und eine habe ich verlost. Genau. Und dann haben wir 5 jeder noch eine bekommen. Ja. Also es müsste 7 geben, glaube ich. Ja, stimmt. Ich glaube, du hattest damals 7 gemacht. Falls mit irgendeiner was sein sollte, stimmt. Dann war aber natürlich alles gut und dann hattest du 2 mehr und dann warst du so, macht was. Ja. macht irgendwas damit. Seht zu, wie ihr die loswerdet. Ja, das heißt, leider kann man nicht kaufen. Ja, sehr zu meinem Leid. Weil, also was heißt zu meinem Leid, aber eigentlich zu dem Leid der Leute, die sie gerne hätten. Zum Leid deiner DMs. Zum Leid meiner DMs, ja. So kann man das sagen. Auch zum Leid unserer DMs. Echt? Mittlerweile nicht mehr, aber als das Blogger-Meet war, hatten wir bestimmt täglich 10 Nachrichten oder so. Ui, ja, krass. Okay, das ist krass. Und Tabak, also ich habe einen Onmo Primus und was habe ich an Tabak drin? Der Moritz hat mir nämlich den Kopf gebaut. Das ist ein Tabakmuster für einen vielleicht irgendwann kommenden Tabak, der auch von uns gemacht wird. Und der soll nach Brombeere und Kiwi schmecken, vor allem Kiwi.
Schmeckt es denn? Ja, ist lecker. Hast du den pur rein? Er ist pur. Ui. Ich habe einen Mix bestellt. Es gibt Punkte. Aber nicht bekommen. Eiskalt ausgedribbelt, wirklich. Moritz kam gestern wieder mit so einer riesen Tüte an Mustern an und war so, hier. Und ich so, Moritz, ich habe heute noch keinen Kopf geraucht. Ich will dich direkt testen. Ich will einfach einen Kopf rauchen. Einfach irgendeinen Mix. Hast du gestern ja auch bekommen? Habe ich gestern auch bekommen, ja. Heute nicht. Im zweiten Kopf baue ich mir einen Mix. Ja gut, mein ja, Fehler, gucken, ne? Ja, schauen wir mal. Ich glaube, was am Anfang ziemlich cool wäre, wenn du dich erstmal für alle vorstellst. Wer bist du denn? Woher kommt ihr? Wie alt bist du? Was hast du vorher gemacht? Ja, also ich bin... Wie oft wurdest du in der Schule gehänselt? Relativ die wenig Klassiker. Zum Glück. Nee, ich bin Moritz, ich bin 25 Jahre alt. Wir kommen aus Meppen, also da sitzt auch unsere Firma. Das ist in Niedersachsen. Ich habe vor 4 Jahren Mose gegründet. Das ist krass, oder? Wenn man das jetzt nochmal so hört. Nur 4 Jahre? Ja, also es ging schon relativ schnell, zum Glück. Ja. Ja. Und ja, vorher habe ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und also den Bachelor zumindest, dann habe ich den Master angefangen und habe das nach 2 Tagen beendet, weil dann hast du lange durchgehalten, eine ja. größere Lieferung kam und dann bin ich wieder zurück zur Firma gefahren und bin dann nie wieder zum Studium gefahren. Perfekt. Aber ey, den Bachelor hast du dir noch eingeschickt. Zum Leid meiner Eltern damals. Echt? Waren die mad? Ja, schon ein bisschen. Aber mittlerweile. Nee, mittlerweile. Alte Story. Ja, mittlerweile ist alles fein. Ja, das heißt, vor 4 Jahren hast du angefangen. Aber es muss ja auch. Oh, Martin, könntest du mal gucken, ob der Kohleanzünder noch an ist? Ich hab ihn eigentlich ausgemacht, oder? Ich habe nur gesehen, dass da noch so Lichtreflektionen von der Hitze sind, deswegen. Vor 4 Jahren hast du angefangen, aber du bist ja nicht eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich mache jetzt eine Shisha-Marke. Nee, es fing eigentlich damit an, dass ich eine Idee für einen Kopf hatte, die im Nachhinein ja eher mittelmäßig war, glaube ich. Da müssen wir nicht weiter drüber reden. Hast du da Prototypen? Ja, ich habe sogar noch welche. Echt? Im Keller liegen. Habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich auch nicht. Nee. Musst du uns mal Bilder schicken. Falls wir ein Bild bekommen, können wir es einblenden? Ja. Geil. Also wenn wir es kriegen, seht ihr es jetzt eingeblendet. Für alle, die die Videovariante auf YouTube gucken. Es war damals die Idee, da war Kaminaufsatz noch ein Thema. Und dass man einen Kopf hatte, der, wie soll man das erklären? Der mit Kaminaufsätzen und mit Smokeboxen perfekt funktionieren sollte. Für damals ein guter Gedanke. Ja, ja, mittlerweile ist es halt irrelevant. Ja, irrelevant geworden. Ja. Zum Glück. Da habe ich dann jemanden gesucht, mit dem ich das zusammen produzieren wollte. Habe dann jemanden auch gefunden. Derjenige hat mich dann aber auch gefragt, ob ich nicht Shishas zeichnen kann. Und halt für seine Marke. Das habe ich dann auch gemacht und das war die Abmachung, dass ich quasi pro hergestellter Pfeife einen gewissen Betrag bekomme. Da hat sich aber dann herausgestellt, dass ich diese Zeichnung gemacht habe und mir wurde gesagt, es wurden 500 Stück produziert, es waren aber deutlich mehr. Da wurde also ich so ein bisschen verarscht. Hast du direkt mit den negativen Seiten von der Shisha-Szene Kontakt bekommen? Kann man so sagen, ja. Und dann hast du dir aber gedacht, scheiß auf dich, dann mache ich es halt selbst? Genau, also die Marke, die mit der das war, die gibt es mittlerweile so auch nicht mehr, zumindest nicht, dass es mir bewusst ist. Und dann habe ich, dadurch, dass ich dual studiert habe und auch zu Hause gewohnt habe, mein Geld erstmal gespart und dann hatte ich eben, ja, es waren, ich glaube, 13.000 Euro, die ich dann gespart hatte und die ich dann in die erste eigene Produktion gesteckt habe und so fing das Ganze dann an. Und was haben da deine Eltern gesagt? Also ich stelle mir das so vor, weißt du, Kind spart schön Geld und ich so, ach super, ne, der ist am Studieren, der legt sein Geld beiseite und irgendwann kommt er so, Mama, ich habe 13.000 Euro wegüberwiesen, jetzt hab ich Shishas bestellt. Ja, ich habe es meinem Papa erzählt, ja. Der war nicht so sehr begeistert und hat erstmal die Frage gestellt, und wie willst du die loswerden? Und dann so, oh. Ja, da hatte ich noch nicht so eine richtige Antwort drauf, muss ich sagen, aber... Es hat dann ja am Ende funktioniert. Und ja.
Und mittlerweile ist dein Papa ja bei dir auch mit angestellt, ne? Ja, also er kümmert sich neben seinem Hauptberuf noch bei uns viel um die Buchhaltung und ja, administrative Aufgaben. Aber das heißt, sag. Aber du hast ja nicht mit Pfeifen angefangen, ne? Du hast ja das erste was? War tatsächlich ein Glasmundstück mit so einem Epoxidharz-Holzgriff. Können wir auch mal ein Bild einblenden. Sagen, so sind wir auch aneinander Elements. Gekommen, ne? Nee, stimmt nicht. Doch. Nee, doch. Wir sind über die Mose One aneinander gekommen. Du hast uns damals geschrieben. Nee, ich habe euch geschrieben. Ah ja. Ich war im Somo-Office und habe da Bilder. Wir waren zusammen im Somo-Office. Und da habt ihr die Mose One geraucht. Da haben wir die Mose One geraucht, genau. Wahrscheinlich. Und dann habe ich das gesehen, habe dir geschrieben. Da hattest du 2400 Follower auf Instagram, das weiß ich noch. Und gefragt, ob ich euch nicht mal ein paar Mundstücke, glaube ich, zuschicken soll. Und dann habe ich euch die Mundstücke rübergeschickt. Ja. Und ja, so sind wir eigentlich in Kontakt gekommen. So sind wir. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal dann getroffen haben? Ich weiß es, glaube ich, noch. Das war, glaube ich. Also ich habe Moritz auf jeden Fall zum ersten Mal getroffen. Shisha-Messe, Afterparty, Darkside. Ich weiß nicht, ob ihr euch Ich glaube, wir kannten uns Intertabak da schon. Intertabak 2017, 18? 18. Nee, 18 kann fast nicht, weil da war die Marke noch nicht online, sondern da hatte ich nur die Mundstück-Samples. Was, 19? Dann, nee, 19 war es dann. 19, ja. Auch schon 4 Jahre her. Krank, ja. Jetzt war gerade Intertabak 2023. Machen wir übrigens auch in der nächsten Folge, reden wir dann nochmal ein bisschen über die Intertabak. Aber da war jetzt auch nichts, wo man unbedingt heute sofort drüber reden muss. Ich glaube, das können wir ganz in Ruhe in der nächsten Folge machen. Ja, und dann haben wir hatten die Bilder von der One, dann hast du uns die Mundstücke geschickt und dann hat das so bei uns so ein bisschen angefangen. Und ich glaube, bei dir auch kurz danach. Ja, ich glaube auch relativ ähnlich. Ja, so haben wir dann zum ersten Mal davon gehört. Und dann hast du deine erste eigene Pfeife gemacht. Hast die 13.000 Euro weggeschickt zum Produzenten. Ja. Und irgendwann standen da bei dir Pfeifen. Und man muss ja noch dazu sagen, die Mundstücke. Also, jetzt habt ihr ja vor kurzem eure neue Halle, ne? Also Halle/Büro eröffnet. Genau. Wie nennt man das? Ja, Halle und Büro. Ja, achso. Bezogen. Ja, sind eingezogen. Ja. Aber früher hast du ja bei deinen Eltern gewohnt und in der Scheune von deinen Eltern. Ja, ganz zu Anfang war es sogar bei uns im Keller. Ja. Das war so ein, ich würde sagen, 40 Quadratmeter Raum. Da hatte ich dann so ein paar Regale stehen, plus meinen Tisch, wo ich die Mundstücke dann selbst in Handarbeit gegossen habe. Ne? Ja, das hat sich auch nicht so mega gerechnet, muss ich sagen. aber so die waren geil. So viel Zeit, wie da aber reingeflossen ist und mit der Bearbeitung, das war schon viel Aufwand. Kam das gleichzeitig mit den Mundstücken und der Pfeife? Nee, die Mundstücke waren 2 Monate früher. 2 Monate früher. Und dann mit der Pfeife zusammen kamen die Mose Tips, die ersten. Ah, geil. Die Hygienemundstücke. Ja, genau. Das waren auch so. Die Hygienemundstücke, die einfach ein bisschen mehr hatten. Die generell Premium waren. Sonst hast du den Shisha-Bass immer diese Plastikdinger. Muss man sagen, es gab die Mason. Ja. Mason Eclipse, aber die kosten ja, was kostet die? Ja, 80, Mason kostet alles über 100 Euro. Dollar oder so. Und wir haben eben auch dann Hygienemundstücke gemacht und das waren so eigentlich die ersten, die man auch für mich bezahlen konnte, würde ich sagen. Ja, Mason ist schon geil, aber leider halt immer sehr, sehr teuer. Ja, okay, das heißt, 2018 hast du das Geld losgeschickt, hast die Mundstücke gemacht. Und hast du dann auch einen Online-Shop gemacht? Anfang 2019 kamen die Sachen dann. Ja, genau. Also so, um die Jahreswende da. Da ging der Shop irgendwie online. Alles selber irgendwie zusammengebastelt und dann ging's los. Dann, wie war so das Gefühl, den Shop zu launchen und dann zu warten, dass die ersten Bestellungen reinkommen? Es war ja zu Anfang immer, es waren wirklich. Konntest du an einer Hand abzählen, was da an Bestellung am Tag war, aber es ist natürlich trotzdem ein geiles Gefühl zu wissen, dass die Produkte überhaupt irgendwie, dass irgendjemand sich denkt. Du schaffst da was und dann gibt da jemand Geld für aus. Ich war morgens, bevor ich zur Uni oder zur Arbeit gefahren bin, immer bei DHL vorbeigefahren, habe die Dinger noch vorbeigebracht und. Ach, auch noch nicht so mit Abholservice, selbst zum Paketshop gebracht. Ja, genau. Geil. Ja, sehr cool. So, und dann hast du damals die Mose One. Ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht gesagt, die Mose One. Können wir euch auch nochmal ein Bild einblenden? Ja. Eine Dreischlauchpfeife, Edelstahl, Schraubgewinde. Ja. Also ganz anders, als das heute ist. Genau. So, und dann hast du das alles verkauft. Und dann musst du ja irgendwann gedacht haben,
jetzt brauchen wir noch was. Ja, wir hatten noch nicht mal alle verkauft, aber da hatte ich dann schon angefangen, zusammen mit dem Produzenten, der die Mose Tipps hergestellt hat, weil ich dann gefragt habe, kriegen wir das Material nicht auch auf eine Rauchsäule hin? Und dann haben wir die Mose Breeze erstmal als Muster hergestellt und das passt, macht euch nicht verrückt, okay. Die Mikros dann haben wir macht das nichts. Ja, dann haben wir die Mose One erstmal als Muster hergestellt und dann haben wir uns auch Anfang 2019 bei der Shisha-Messe für dieses, wie hieß es denn, Startup-Programm, glaube ich, ja, beworben, wo wir dann auch ausgewählt wurden als eine von zwei Marken, die dort einen kleinen Stand von 12 Quadratmeter bekommen hat. Ach, den habt ihr dann for free bekommen, ja, oder was? Ja, for free nicht, aber vergünstigt. Deutlich vergünstigt. Ja. Ich glaube, normalerweise hätte das Vierfache gekostet. Und man hatte schon sowas wie Teppich und so weiter mit dabei, was man normalerweise nochmal oben drauf zahlen müsste. Ja, kann ich ja jetzt genug drüber erzählen. Ja, genau. Und das ist gar nicht so günstig, wie man so einen Teppich für 3 Tage. Ja. Aber dann hatten wir dieses Muster, das war dann auch eine Steckpfeife, die Breeze, wie wahrscheinlich die meisten wissen. Ich denke, die Breeze, die ist damals so eingeschlagen. Wie bist du denn? Ja, wobei also die Breeze 1, die ging ja noch vom. Also, ja, ja. Aber die ist schon sehr gut angekommen. Ja, das wohl. Aber kam vor der Breeze nicht sogar die Air? Nee, die haben wir gleichzeitig vorgestellt. Ah, okay. Aber von der Messe. Air hattest du, ich weiß noch, dass ich damals bei dir, ich weiß nicht mehr, auf welcher Messe das war, aber da stand nur ein Prototyp von der Mose Air. Und die Hygienemundstücke. Ja, das war 2019. Und da stand noch keine Breeze rum, oder? Stand. Ja. Da war ich mir auch relativ sicher. Stimmt, es stand nur die Erde. Ja. Aber wir hatten, ich glaube, auch das Muster zur Breeze schon. Aber da haben wir so diese Richtung eingeschlagen, dass wir uns mehr auf Steckpfeifen konzentriert haben. Und wie bist du da drauf gekommen? Also man muss ja auch nochmal dazu sagen, heutzutage wahrscheinlich wenig vorstellbar, aber das war ja eine der ersten kleinen Steckpfeifen, die in Deutschland verfügbar waren. Selbst in Russland gab es damals nur die Craft Nano Gypsy oder so hieß die, glaube ich. Also gab es weltweit basically noch fast keine kleine Steckpfeife. Genau, ja. Also das war dann irgendwie die erste kleine Steckpfeife, wie du sagst. Und die haben wir dann ja quasi parallel zu R entwickelt. Und wir haben halt gemerkt, dass das Interesse für die Steckpfeifen immer größer geworden ist. Und Deutschland war ja quasi eigentlich Edelstahl-Schraubgewinde. Mhm, so, das war so der Standard. Und wir haben uns halt gedacht, dass wir in die Richtung was machen wollen, auch weil ich selber immer ganz cool fand mit den Steckpfeifen. Und ja, dann ging's los. Dann war also die R am Start, dann war die Breeze am Start. Die Kooperationen mit den ganzen Influencern wurden gepflegt und gehegt. Ja, genau. Und dann ging es los. So, und dann hat sich die Breeze super verkauft. Ja. Die Air stand eher immer so ein bisschen im Schatten von der Breeze, ne? Ja, also die Air, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stück es waren. Ich meine, es waren, glaube ich, 500 Stück. Und die Breeze waren deutlich mehr, weil wir da auch mehrere Produktionen dann bestellt haben. Und die lief dann, ich glaube, 1,5 Jahre hatten wir die. Wo war denn in dieser ganzen Zeit bei dir dieser Punkt, wo du dir dachtest, maybe könnte das mein Job sein? Weil, also das muss ja, es ist ja wahrscheinlich eher als Hobby gestartet, oder? Du hast so, ich habe Bock, was nebenbei zu machen. Ich habe immer gedacht, dass ich es nebenbei einfach nur mache. Der Punkt kam eigentlich so mit Beenden meines Bachelorstudiums, wo ich dann halt auch so wie, also in meinem Kopf habe ich sowieso schon überlegt, ob ich das nicht... Aber noch nicht bei den Eltern angebracht. Nein, ich mache noch Master, Genau. Und dann wurde es halt einfach mehr von den Bestellungen. Immer mehr Händler sind auch auf uns zugekommen, die dann die Produkte haben wollten. Und ja, zum Master hin, das müsste 2019 habe ich meinen Bachelor fertig gemacht. Ende 2019 müsste das wahrscheinlich gewesen sein. Im Oktober oder September, wann das Studium angefangen hatte. Dann waren die Bestellungen am Start und dann hast du langsam so, das würde es eigentlich... Es war so an der Grenze, dass man davon auf jeden Fall leben konnte, aber es war halt nicht so, ich bin mir sicher, dass es so weiter. Also es war schon in gewissem Maße eine Wette, die du eingegangen bist. Ja, 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 das wohl. Und würdest du jetzt aus der heutigen Sicht sagen, gut so? Ja.
Ja? Doch. Ja. Ja. Okay. Das ist doch alles, was man eigentlich dazu wissen muss. Ja. Ja, so, und dann die Air ein bisschen weniger produziert, bei der Breeze ordentlich nachbestellt, die Breeze hat sich verkauft. Und jetzt stelle ich mir ja die Situation vor, wo du dann da sitzt. Du hast deine Hygienemundstücke gemacht, du hast die Mundstücke gemacht, du hattest die Mose One, hast dann zwei neue Pfeifen rausgebracht mit der Air und der Breeze. Und die Breeze hat sich gut verkauft. Da muss doch irgendwann der Punkt kommen, wo du dir denkst, holy shit, jetzt muss ich echt abliefern. Ja, und das hat auch, dann kam noch die Dash zwischendurch. Stimmt, ja. Die Dash, ja. Da hast du ja praktisch gedacht, die Breeze mit dem Epoxy-Sleeve läuft besser. Lass doch noch eine große mit Epoxy machen. Ja, man hat oder? Ja gesehen, bei der Air, das war den Leuten ein bisschen zu langweilig, denke ich. Mit der Edelstahl-Rauchsäule. Und wir haben halt gesehen, dass die Breeze sehr gut angekommen ist mit den Farben, die wir damals hatten. Und haben uns dann gedacht, dass wir auch noch ein großes Modell machen wollen. Und haben dann entsprechend die... Du sagst da immer wir. Und aus heutiger Sicht seid ihr ein großes Team. In der Geschichte kommen wir ja noch dahin. Aber ab welchem Punkt warst du ja nicht mehr alleine? Bei Dash und Breeze? Da war ich noch alleine, aber zum Beispiel Martin... Also Freunde halt von mir, für euch zur Erklärung, Martin ist auch dieses Wochenende mit Moritz unterwegs, sitzt. Der sitzt genau hinter der Kamera. Ich habe immer zum Beispiel halt Martin nach der Meinung gefragt und Martin hat auch viel, zum Beispiel die Mose-Tipps, die haben wir am Anfang selber geknotet. Mhm. Und da hat Martin zum Beispiel auch viel geholfen. Und auch wenn viel... Hat er dich dafür gut bezahlt? Er nickt, sehr gut. Freut mich. 10er musst du ihm dann später geben. Ja, ja. und ja, deshalb spreche ich von wir, aber faktisch war ich eigentlich noch alleine. Die Firma Mose war es immer noch nur du. Ja, ich glaube irgendwie mit der Dash war es dann so, dann habe ich den ersten Lagermitarbeiter eingestellt. Es müsste auch da Ende 2019, Anfang 2020 gewesen sein. Wie war da so das Bewerbungsgespräch? War das so, du kanntest den schon und der ist da so mit reingeschlittert? Oder nee, habt ihr euch dann in den Keller bei den... Nee, dann wart ihr ja genau, in der wir Halle, sind ne? vom Keller in die alte Halle meiner Großeltern, also sie hatten einen Bauernhof, sind wir da in die Halle gewechselt. Da haben mein Vater und ich quasi noch so einen Raum reingebaut fürs Büro. Und einen zweiten Raum. Da erinnere ich mich immer noch an die FaceTime-Calls, wo das dann einfach so ein Bauernhofschuppen war mit so einem zusammengezimmerten Büroraum. Genau, ja. Schon aber auch ein geiler Flair so im Nachhinein, oder? Ja, also irgendwie ist natürlich auch geil, dass man die Möglichkeit dann gehabt hat. Ja. Und es war halt dann quasi for free. Aber ich find's keine auch Miete und ein bisschen weniger Risiko einfach auch. Ich finde es auch krass, in so kurzer Zeit hast du ja sehr, sehr viele Produkte auf den Markt gebracht. Ja. Und ich meine, viele Marken bringen ja erstmal eine Pfeife raus und warten dann erstmal, wie es läuft. Und dann kommt vielleicht nach einem Jahr neue und so weiter. Aber vielleicht ist auch genau das Teil vom Erfolgskonzept, ne? Dass da eben nicht einfach mal anderthalb Jahre dann nichts kam. Ja. Ne? Gut, und dann, die Halle war gebaut. Du hast den Schuppen von deinen Großeltern umgebaut zum Mose Headquarter. Du hattest den ersten Lagermitarbeiter. Genau. Dann kam die Dash. Dann kam die Dash. Wie würdest du den Erfolg von der Dash einstufen? Deutlich besser als die Air. Ich glaube, von den Verkaufszahlen war es eigentlich so ziemlich auf dem Level von der Breeze 1. Oh, krass. Wobei man da sagen muss, die Breeze war sehr erfolgreich in verschiedenen Ländern, also es war Spanien, Frankreich, Deutschland, und die Dash war vor allem in Spanien sehr erfolgreich. Und also wenn ich mir jetzt vorstelle, man gründet eine Marke, man macht die ersten Pfeifen, den Schritt dann auch noch ins Ausland zu verkaufen, ist doch bestimmt auch nochmal wild, oder? Aus unternehmerischer Sicht. Das hatte mich damals ziemlich sehr gewundert. Ich war 2019 in Sevilla, also es war ja dann 3 Monate nach der Frankfurter Messe. Also auf der Shisha-Messe in Sevilla. Genau, da war ich dann einfach als Besucher. Ich hatte in meinem Rucksack ganz viele Hygienemundstücke. Und alleine durch mein T-Shirt sind dann ganz viele Spanier immer zu mir gekommen. Kann ich ein Hygienemundstück kaufen? Da habe ich aus meinem Rucksack quasi die Hygienemundstücke verkauft. Und in dem Rucksack hatte ich auch noch... Also warst du einer von diesen Typen, die so eine Jacke aufmachen? Ja, die genau. Ohne Beistandglasche, good quality. Also da haben wir bestimmt auf der Messe
200 Hygienemundstücke einfach nur, weil mich Leute angesprochen haben, verkauft. Ja. Und weil sich das dann irgendwie auf der Messe so ein bisschen rumgesprochen hat. Hey, wenn du den Bro von Moses siehst, der verkauft die Mundstücke aus dem Rucksack. Musst du hingehen. Und ich hatte dann auch dabei das Sample von der Breeze. Das hatte ich dann damals einem spanischen Großhändler gezeigt. Und er hatte direkt gesagt, dass er eine gewisse Anzahl nimmt. Und das war schon die Hälfte der gesamten Produktion. Ui. Das war doch für dich bestimmt auch so. Ja. Ja, okay, dann machen wir das. Drehst dich um und sagst, ich hab die Hälfte der Markt bekommen. Ja, so ungefähr. Und dadurch war es schon relativ zu Anfang auch in Spanien. Ja. Und Spanien ist irgendwie so mit Deutschland relativ gleichmäßig gewachsen, würde ich sagen. Krass. Aber war doch bestimmt ein wilder Schritt, oder? Wenn du dann weißt, dieses Produkt, was du dir ausgedacht hast, herstellen lässt, dass das jetzt in mehrere Länder in Europa geht? Ja, und vor allem, ich hatte ja gar keine Ahnung, erstmal irgendwie, dann, wie man es am besten hin transportiert und so. Im Nachhinein alles einfach mit Spedition und so, aber ja, am Anfang, du bist halt die Kuh vom Berg, Ahnung, ne? Keine Ahnung von was irgendwas. Was ist mit gehabt. Steuern? Wie transportiert man das? Wie wollen die das überhaupt gesendet haben? Ja. Wild. Und dann hast du ein paar Paletten rübergeschickt. Genau, ja. Geil. So, und dann hat sich also die Breeze in Europa verteilt, vor allem in Deutschland und in Spanien. Ja. Und dann muss ja irgendwann der Gedanke gekommen sein, müssen wir aber vielleicht nochmal eine nächste Folge machen. Genau, da kam aber, bevor die Breeze 2 kam, kam dann noch die Mose Noir. Stimmt, ja. Stimmt, ja. In Kooperation. Mit Viro, genau. Da hatten wir uns zusammengesetzt, haben zusammen Design ausgearbeitet und die war, ich würde sagen, ähnlich erfolgreich wie die Dash. Mhm. Gerade zu Anfang. Aber die Breeze war immer das Main-Ding dann, zu der Zeit. In Deutschland, ja. Ja. Okay. Ja. Genau. Genau, und dann habt ihr in Kooperation noch die Noir gemacht. Das heißt, das war dann One, Breeze, ja, ich weiß, die One gab es ja dann nicht mehr, ne? Ja, nee, also, aber von allen Pfeifen, die hergestellt wurden, war es die One, die Air, die Dash. Ja. Bei der One haben wir tatsächlich die letzten auf der Messe in Frankfurt, also auf dieser ersten Messe in 2019 verkauft. Und danach kam eigentlich erstmal nur noch Steckpfeifen. Das waren dann die Air, Breeze und Dash und die Noir. Mhm. Und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Produkt, was alles durch die Decke gehen lassen hat. Zur Bombe, die eingeschlagen ist, würde ich sagen. Ich sehe gerade, hier wird noch... Was denn? Ah, die Sphere kam dazwischen noch. Genau, Junge, also war es One, Air, Dash, Noir, dann die Sphere. Genau, dann die Sphere. Das war zur... Und die Breeze. Das also war zu dieser Online-Messe. 2002. Nee, müsste... 2020. Ja, 20. War die Online-Messe. Ja, 2020 war die Online-Messe. Da haben wir die Sphere rausgebracht. Die ja etwas teurer war. Einfach durch die verwendeten Materialien. Also für alle, die es viel nicht kennen, es war eine große Steckpfeife, die für damals einen extrem besonderen Blow-Off hatte. Damals gab es dieses ganze Blow-Off-Game noch nicht. Extrem besonderes Design. Extrem besonderes Design. Dann hattest du noch diese Spitzen dran, wie kann man die beschreiben? Spikes einfach. Ja, diese Spikes, die um eine aus Epoxy und Holz gefertigte Kugel hingen. Genau, ja. Ja. Und eine sehr besondere Ballform. Die etwas polarisiert hat, würde ich sagen. Ja, also es gab viele, die sie nicht mochten. Es gab aber auch einige, beziehungsweise gibt heute immer noch einige, die mich fragen, ob wir noch irgendwo welche haben, weil sie die irgendwie, ja, doch ganz gut fanden. Aber ja, das war so der Lauf und dann kam, es müsste dann im Dezember 2020. Mein Video kam an Nikolaus 2020 raus, also 6. Dezember. Nee, eigentlich war am 9. der Release geplant. Mhm. Um 18 oder um 20 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Eigentlich am 9. abends und dann. Das war ein bisschen schwieriger mit dem Release. Der Server hat da nicht so ganz mitgespielt, den wir damals hatten. Aber lass nochmal, bevor wir jetzt zum Launch kommen, nochmal zu dem Entwicklungsprozess. Also ich stelle mir das so vor, der Mosi, der sitzt in seinem Büro und denkt sich so, super, wir haben jetzt 6 Pfeifen gemacht und das läuft doch alles wunderbar und jetzt brauche ich was Neues. Ne, ich lag auf dem Bett bei meiner Freundin
und sie hat sich irgendwie fertig gemacht und dann hatte ich Blatt Papier und habe dann quasi dieses Umbausystem von der Breeze 2 aufgezeichnet, wie man das realisieren kann. Und aber vielleicht nochmal zurück, wie kamst du überhaupt drauf, auf ein Umbausystem bei einer Pfeife einzubauen, dass du verschiedene Pull-Off hast? Also es kam ja, das war auch 2020 auf der Messe in Russland, von Hawk, dieser Teller-Blow-Off, wenn der dann irgendwie alle geflasht hat. Und dann habe ich gedacht, ist cool, wie alle das gedacht haben. Nur ich dachte, ich weiß gar nicht ganz genau, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich dachte, vielleicht kann man da noch mehr draus machen und habe halt dieses Umbausystem dann quasi entwickelt. Und das kam ganz gut an. So, und dann hast du... Du lagst, also praktisch wie Newton, unter dem Apfelbaum saß und es fiel ihm ein Apfel auf den Kopf und die moderne Physik war geboren. So lag der Mosi im Bett und hat sich gedacht, umbaubare Blow-Offs, das ist es. Das ist es. Das ist es. So, und dann hast du dir überlegt, okay, können wir mal gucken, wie das geht. Und wie ist denn der Prozess? Also du setzt dich dann erstmal hin und du hast gesagt, du hast das mit einem Blatt Papier gemacht. Aber dann muss ja auch irgendwann muss ja eine technische Zeichnung kommen, oder? Ja. Wo du das alles planst, wie man das dann machen könnte. Und dann setzt du dich hin und dann zeichnest du und dann bestellst du Prototypen. Oder nimm uns mal mit von der Idee bis zur Bestellung von dem finalen Produkt. Wie geht man das an, wenn ich jetzt sage, ich will eine Pfeife machen? Also meine ersten Designs sind eigentlich fast immer auf dem Blatt Papier. Mhm. Das sieht auch entsprechend aus, weil ich absolut nicht zeichnen kann. Das ist dann eher technisch oder Anordnung von den Materialien, wie ich so mir das vorstelle. Mhm. Und dann gehe ich an den Computer, wo ich dann erst Entwürfe für die Form mache. Das heißt, das macht man dann im CAD, also Computer-Aided Design. Ja, genau. Da mache ich dann erstmal Skizzen in einer zweidimensionalen Ebene, die ich dann entsprechend in 3D. Also ich dreh die Teile und dadurch entstehen halt diese... Ihr müsst euch vorstellen, das ist praktisch so ein Malen nach Zahlen-Ding. Ihr malt so die Outlines. Ich habe keine Vorlage, ne? Nee, also es gibt natürlich keine Vorlage. Aber im Grunde ziehst du in einem zweidimensionalen Tool die Outlines von der Pfeife und lässt dann diese Linien einmal um sich selbst rotieren, sodass du ein dreidimensionales... Ja, eine dreidimensionale Zeichnung erstmals, die dann auch noch verfeinert werden muss. Genau, da sind dann natürlich erstmal keine Löcher für den Schlauchanschluss oder für die ganzen Kanäle drin, die dann noch hinzugefügt werden müssen. Aber das ist so erstmal dieses Grunddesign, was man, dieser Grundkörper, den man da aufbaut. Und wenn du diese Zeichnung machst, also ich meine, mittlerweile wirst du eine gewisse Expertise haben, wie so die Durchmesser sein müssen. Aber wie war das am Anfang? Hast du dann einfach, das machen wir mal so 1 Zentimeter Durchmesser und das machen wir mal so einen halben und dann bestellt man mal einen Prototyp und guckt? Oder wie geht man sowas an? Ich bin in den Shisha-Shop gefahren, hatte mein Meshi bei dabei und hab mir das auf dem Handy aufgeschrieben. So simpel. Und dann hast du das mal so nachgemacht? Wurdest du nicht gefragt, was du da eigentlich machst im Shop? Ja, doch, aber hier kommt eine neue Pfeife. Ich kannte den Shopbesitzer und ich habe ihm ganz offen gesagt, so worum es geht und und der war so okay, ja easy, cool, bring mal vorbei, wenn die fertig ist. Dann hast du dir also deine ersten Maße geholt und hast die einfach erstmal, es gibt ja immer viele Beschwerden in der Kunst mit, das ist kopiert. Meiner Meinung nach ist es bei Kunst immer so: Zum Lernen und für die ersten Versuche musst du dir erstmal Vorbilder suchen, die du kopierst. Und in dem Moment, wo du anhand dieser Kopie dann gelernt hast, wie was funktioniert, fängst du an, neue Sachen mit reinzubringen, die dann deinen eigenen Stil ausmachen. Das ist zum Beispiel dasselbe für Videos und Fotos. Am Anfang gehst du auf YouTube, guckst dir irgendwelche Tutorials an, how to color grading oder so, machst das erstmal nach und irgendwann hast du verstanden, okay, der Slider macht das so und so und der macht das so und so und wenn ich dann so und so, dann so und so. Und genau so hast du das auch gemacht. Ja, schon, würde ich sagen. Geil. Also, gerade zu Anfang ist es halt einfach viel ausprobieren. Und wenn man dann diese fertigen Designs am Computer erstellt hat, dann erstelle ich nochmal technische Zeichnungen, die ich dann an die Produktion sende. Das heißt, das sind praktisch die Blaupausen, wie ein Hersteller die Teile zu fertigen hat. Weil ihr habt ja jetzt nicht selbst irgendwie CNC-Fräsen und irgendwelche Epoxy-Gieß-Vorrichtungen und Co. Ihr habt da Firmen, die das für euch machen. Also ihr bestellt praktisch, ihr outsourced das Herstellen. Ja. Ja.
genau. Also wir schicken das dann rüber. Erstmal werden dann Muster gemacht von den verschiedenen Teilen. Die werden mir dann zugeschickt und dann wird alles ausführlich getestet und es funktioniert fast nie, ja, dass das erste Sample wirklich hundertprozentig ist. Bei der Breeze 2 zum Beispiel waren es, glaube ich, 5 Durchläufe, die wir da gemacht haben. Und wie lange dauert so ein Durchlauf? Also wenn erstmal eine ganz simple Frage. Von der Idee, ich will eine Pfeife mit den verstellbaren Blows bis zum Verkauf, was ist das für ein Zeitraum? Es kommt ganz drauf an. Also es gibt Modelle, die schnell gehen. Zum Beispiel die Emotion Future ging relativ schnell. Da hatte ich die Idee, hab dann entsprechend die Designs fertiggestellt. Und es war tatsächlich so, dass dort das erste Muster gepasst hat. Das, oh, ah, krass. Und hattest ich du das bei einer anderen Pfeife schon mal? Nein. Nee. Aber gut, man muss ja auch sagen, die Future war ja dann deine gefühlt 10. Pfeife. Da ist ja schon eine gewisse Expertise. Es dauert für die Zeichnung an sich, also das, dieser gesamte Designprozess dauert, wenn es sehr gut läuft, schaffe ich das in einer Woche. Mhm. Also von, ich habe die Idee und ich bringe es aufs Papier. Ja, genau. Aber was kann man so rechnen, wenn du jetzt den Schnitt aus allen Pfeifen nimmst? Grob überschlagen, braucht keine super genaue Zahl. Aber von der Idee von einer Pfeife bis zu Zeichnung, Herstellung, Prototypen testen, Auftraggebung, Versand und die stehen bei dir bis zum Versenden. Was würdest du sagen, ist da so die Zeit, die du brauchst? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr? Ja, mindestens. Krass. Wir hatten auch Modelle, da hat es ein Jahr gedauert. Mhm. Aber ich würde so sagen, im Durchschnitt sind wir da bei 6 Monaten. Ja. Du hast ja gesagt, bei der Priest 2 hat es jetzt 5 Durchläufe gebraucht. Gibt es da allgemein bei den Pfeifen charakteristische Merkmale, woran es dann oftmals hapert? Ja, technische Sachen. Also gerade technische Besonderheiten, wie zum Beispiel bei der Breeze Pro einmal dieses Verstellen, dass das vernünftig läuft, oder dieser Push-to-Purge-Button. Das sind so Sachen, da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, bis es hundertprozentig läuft und dass man zufrieden ist. Wie viele Prototypen hast du da bei der Pro? 9. 9? Uiuiuiui. Ja. Also muss man sich nochmal überlegen, ne? Es ist ja nicht so, dass du irgendwie 9 Pfeifen dastehen hast, die du testest, sondern du bekommst eine, du testest die. Du hast einen Feature-Request oder einen Change-Request, wo du sagst, das hat noch nicht gepasst. Dann versuchen die in der Produktion oder du versuchst das auf deiner Zeichnung zu fixen, gibst das wieder in die Produktion, die stellen wieder einen Prototyp her, der wird wieder zu dir geliefert. Du packst das Ding wieder aus, du testest das wieder und das Ganze 9-mal. Ja, und man muss für so einen Durchlauf eigentlich schon so 4 Wochen mindestens rechnen. Das heißt, die am längsten gebraucht hat, da würde ich sagen, dass es schon ein Jahr gedauert hat. Und dann vielleicht auch mal anschließend dazu, du hast es gesagt, Breeze 2 kam ja 2020 raus. Wann hattest du Idee für die Breeze Pro? Ich meine, mit 9 Durchläufen, mit der Idee und so weiter. Es muss wir nehmen schon zu viel vorweg mit der Pro, weil ich wollte ja eigentlich nur einmal nochmal in den Fertigungsprozess so ein bisschen reingucken, damit da mehr Verständnis für ist, weil ich glaube, viele Leute stellen sich das deutlich einfacher vor. Und ich glaube, früher war das auch deutlich einfacher, ne? Also bis zu dem Zeitpunkt, also der Shisha-Markt war ja relativ konstant mit, ich mache eine Edelstahlpfeife und die hat ein normales Entlüftungssystem und ansonsten war da ja nicht viel dran. Da gibt es ja auch viele Marken, die einfach auf fertige Designs von Produzenten, die der Produzent vorschlägt, zurückgreifen. Ja. Und dementsprechend ist da dann nicht so viel Entwicklungsarbeit dahinter, sondern das ist dann wirklich, ey, das Modell schickt mir das mal zu, der testet es und dann bestellt es. Und da fällt dieser ganze Entwicklungsprozess, der halt auch relativ lange dauert, weg. So, und dann kam die erste Breeze 2 bei dir an und dann hattet ihr die 5 Prototypen und dann hast du gesagt, das ist es und die machen wir jetzt. Und dann hast du die bestellt. Wie haben sich denn bei dir die Stückzahlen so verändert? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, am Anfang hast du gesagt 13.000 Euro, da kriegst du ja jetzt nicht so viele Pfeifen für. Oder wenn du die Zahlen nicht nennen willst, so grade, prozentual? Ich überlege gerade, wie viel wir im Vergleich von der ersten Produktion von der Breeze 1 zu der Breeze 2 produziert hatten. Ich meine, dass die
dass es ungefähr Faktor 10 war, dass wir die zehnfache Menge an Pfeifen bestellt haben. Das war auch krank. Sind deine Eltern irgendwann, hattet ihr mal so ein, ich sag mal, klärendes Gespräch, wo sie, weißt du, wenn sie am Anfang so skeptisch waren, was ja absolut nachvollziehbar ist, wenn ja, ein Kind erstmal sagt, ich schicke 13.000 Euro weg. Mein gesamtes Geld war das auch. Ja, und aber irgendwann gab es diesen Punkt, wo deine Eltern gesagt haben, so, das war doch ganz gut. Überleg gerade, ob das jemals so gefallen ist, aber... Ja, also gerade von Vätern ist das ja meistens sehr subtil, ne? Das war ja so ein laufender Prozess, weil die haben ja auch irgendwie dauerhaft mitgekriegt, ich habe noch zu Hause gewohnt und die haben dann dauerhaft halt mitgekriegt, wie sich das verändert und mein Vater war dann schon immer mehr involviert auch und ja, also es war halt wirklich dieser laufende Prozess, glaube ich. Am Anfang hast du noch die Sorge im Gesicht deiner Eltern gesehen und irgendwann wurden sie nach und nach entspannter. Ja. Okay, so und dann, der 6. Dezember kam, die Reviews für die Breeze 2 sind rausgekommen. Du hast dich ready gemacht, hast den Shop aufgestockt und am 9. Dezember sollte es soweit sein. Und dann hat der Server gesagt, Und um 2 Uhr am 10. Dezember nachts war es dann so, dass die Seite wieder erreichbar war. Also, der Grund, warum sie nicht erreichbar war, war der Ansturm der Leute? Ja, wir hatten da zu dem Zeitpunkt 5-stellige Besucherzahlen auf der Seite. Der Server war halt ausgelegt, glaube ich, für 600 Leute oder so. Ups. Ja. Ungünstig. Ein bisschen in die Knie gegangen. Ja. Und um 2 Uhr nachts war es dann so, dass die Seite wieder erreichbar war, weil natürlich viele das doch irgendwie aufgegeben haben irgendwann. Aber dann... Weißt du noch, was das für ein Wochentag war? Weiß ich nicht mehr genau. Das müsste aber in der Woche... Vielleicht kann das unsere Regie kurz in Erfahrung bringen, was der 9. Dezember 2020. 20. Ich weiß auf jeden Fall, dass du noch mit Ali gestreamt hast zum Priest Tour. Ja. Und ihr habt verzweifelt versucht zu sagen, dass alle mal von der Seite runtergehen sollen. Ja, kurz. Aber ja, das die Regeln des Internets. Wenn du im Internet sagst, mach das nicht, kannst du Gift draufnehmen. Das Erste, was das Internet macht. Genau das. Ja. So, aber am 10. September, was habe ich denn als mit September, Digga? Am 10. September habt ihr dann den Server aufgestockt? Nee, Dezember schon. Du hast schon wieder September gesagt. Mittwoch auf Donnerstag war das. Ja. Hab ich schon wieder September gesagt. Ja, hast du aber gemacht. Ja, der war auch im September. Wissen jetzt alle, er meint damit Dezember. Ja, wenn ich September sage, meine ich immer Dezember. Also am 10. Dezember war es dann soweit. Habt ihr den Server aufgestockt oder habt ihr einfach drauf gesetzt, dass die Leute irgendwann aufgeben? Wir haben niemanden erreicht bei der Hosting-Firma. Ah, also, wir haben einfach drauf gesetzt, dass es irgendwann. Der arbeitet schon an einem Donnerstag, ne? Cringe. Und dann... ist doch Wochenende, oder nicht? Ja, klar. Kennt ihr den Clip von Trimax mit Freitag? Du musst Freitag arbeiten. Ja, ist doch Freitag. Frei. Ja. Immer diese Influencer. Ist schlimm, ja. Ja, schrecklich. Und dann war die Seite erreichbar und dann hat es auch, ich glaube, 5 Minuten gedauert und wir waren ausverkauft. 5 Minuten? Krass. Ja, aber ich glaube, das lag dann auch eher daran, dass die Seite schon noch hing, aber es hat halt irgendwie funktioniert. Ja, also glaube, sonst wär's du willst damit deutlich sagen... schneller gegangen. Ja. Das war natürlich so ein Moment, da hat man dann irgendwie gesehen, das kann doch ganz gut abgehen. Man muss auch nochmal dazu sagen, ne, falls ihr das vielleicht gerade nicht mehr auf dem Schirm habt, das war ja dann die Corona-Zeit. Ja. Genau. Ne? Also die Messe mit der Sphere war ja dann praktisch der Anfang von der Corona-Zeit. Corona ging los, ich würde sagen so, also im Januar, Februar hat man was mitbekommen. Im März wurde es dann langsam schlimmer und im April ging es dann auch in Deutschland richtig los. Ja, im Februar war die Messe in Russland und da war das schon Thema, haben wir, glaube ich, schon überlegt, ob das Sinn macht. Ich weiß noch, 2020 war für mich ein krasses Jahr, vor allem das erste Quartal. Ich war im Januar in Spanien, im Februar in Russland und im März war ich noch in Dubai. Ja. Und deswegen habe ich genau diese Einschränkungen beim Reisen und Co. richtig mitbekommen. Und ich weiß noch, dass ich jedes Mal am Flughafen schon so ein richtig mulmiges Gefühl hatte. Aber das war immer diese Zeit, wo man so gehört hat, es gibt jetzt 4 neue Fälle in Russland. Du warst so, Scheiße. Und dann ein paar Monate später waren so, ja, wieder 20.000 neue Fälle in Deutschland und so. Ja. Aber ne, nur damit ihr es zeitlich besser einordnen könnt, das war dann full on die Corona-Zeit. Das heißt, die Bars hatten zu, die Shops mussten zumachen, durften nur noch online verkaufen oder rausgeben. Und da kam dann die Brezel. Ja. Die Brezel 2, wie sie Yannick getauft hat und sich das bis heute wunderbar gehalten hat. Ja, genau. Und ja, entsprechend, viele Leute haben dann auch keine ergattern können.
Und du sagst, er hatte 10-stellige Besucherzahlen. Ja. Möchtest du uns so verraten? Genau, also, das ist nämlich die Frage. Aber, wie viele Pfeifen es waren? Ja. Ich glaube, es dürften... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel im Vorverkauf an Händler gegangen sind, weil das war auch schon ein gewisser Anteil von der Produktion. Aber es dürfte knapp 4-stellig gewesen sein, die wir dann noch selber online gestellt haben. Also irgendwas zwischen 1.000, 2.000? Ja, ich sehr niedrig, 4-stellig, also irgendwie 1.000, also 1.100 und vielleicht online. Also hast du auch gar nicht mit diesem riesen Ansturm gerechnet, der dann am Ende kam? Nein. Okay. Ich glaube, da hat niemand mit gerechnet, wie krass das ist, weil... Ja, aber die Differenz ja doch schon relativ groß ist, von 1.000 zu der Anfragenzahl. Und dann ging auch ein legendäres Zeitalter, eine sehr wilde Phase der Shisha-Szene los. Ja. Wer hat eine Breeze 2 bekommen? Wer hat keine bekommen? Und dann gab's, wann kommt sie wieder? Auf Ebay gab es da auch Angebote, die dann irgendwie, wo die für 300, 350 Euro verkauft worden sind. Ja, schade, hätte sie einfach mal selbst auf Ebay gestellt für 300. Habe ich auch gesagt. Habe ich natürlich nicht gemacht. Nein, ist der Top-Verkäufer auf Ebay in einem Jahr nicht irgendwie nicht Mose? Ja. Nee, also das war eine ganz wilde Zeit. Und dann sitzt du da im Büro und siehst, wie innerhalb von gefühlt 3 Sekunden dein ganzer Bestand an Pfeifen aufgekauft wird, und dann muss ja der Gedanke kommen. Das kam ja noch kommen. Viel schlimmer, weil die Server so langsam waren, hatten wir sogar Überverkäufe. Oha. Das heißt, wir hatten zum Beispiel, ich glaube, Wavy Mint und Wavy Frosted waren 3-stellig im negativen Bereich. 3-stellig? Ja. Also ihr habt von mehreren Modellen über 100 mehr verkauft, als ihr da hattet. Ja. Wie hast du das Problem gelöst? Ich hab Händler geküsst. Ja? Ja? Und waren die dann mad as fuck? Ja. Scheiße. Aber gut, wir hatten wenig andere Möglichkeiten. Ja, klar. Ja, klar. Wenn die noch nicht verkauft haben und du die schon verkauft hast, obwohl du die nicht da hast, was willst du machen? Hast du dann praktisch jedem Händler irgendwie 10 weniger gegeben? Ja, also ich habe die Händler halt irgendwie, je nachdem, ich habe die, glaube ich, prozentual einfach runtergekürzt, sodass es dann am Ende gepasst hat. Und dann ging erstmal Versand los. Und sehr böse Nachrichten auf Instagram. Echt? Von den Leuten, die keine bekommen haben. Da kam, echt? Haben die dann so hart gemeckert? Ja, da kamen auch so ihr Hurensöhne. Ehrlich? Ja. Also, ja, mal, also wirklich, ne? Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ne? Schäm dich. Ich kann nachvollziehen, dass es scheiße ist, wenn man da 6 Stunden wartet oder so. Ja, aber trotzdem. Du musst ja mal. Beleidigungen müssen natürlich nicht sein. Ja. Das Produkt kommt ja wieder. Es war ja jetzt nicht so, dass es irgendwie jetzt limitiert war. Ja. Am Ende, wenn man jetzt versucht, das Negative in was Positives umzuwandeln, muss man ja sagen, diese Person wollte wahrscheinlich extrem gerne diese Pfeife kaufen, hat sich darauf gefreut. Und diese sehr positiven Gefühle sind dann natürlich leider in sehr negativ umgeschwappt. Heißt ja aber am Ende des Tages trotzdem, da war ein sehr, sehr großes Interesse. Das auf jeden Fall, ja. Ja. So, und dann sitzt du da und denkst dir erstmal, scheiße, wir müssen 1.000 Pfeifen versenden. Wie viele Lagermitarbeiter hast du zum Zeitpunkt gehabt? Einen. Aber dann, ich weiß nicht, Martin, hast du auch mitgeholfen beim Versand? Ich glaube, ja. Also schlimme Erinnerung. Da haben viele von meinen Freunden und Familie dann hast mitgeholfen. Hast du ihn angerufen? Ich brauche eure Hilfe, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Und dann, da war es dann natürlich auch so, da hat der mittlerweile abgeholt mit dem LKW. Ja. Und da haben wir halt Paletten fertig gemacht für DHL mit jeweils wie so 100 Paketen drauf. 50 bis 100 Pakete, je nachdem. Und die wurden dann 50 bis 100 Pakete? Pro Palette, ja. Pro Palette? Ja. Und wie viele Paletten sind da so am Tag? Wie viele Pakete habt ihr denn geschafft zu packen? Ich würde sagen, wir haben so zu dem Zeitpunkt mit der Hilfe 300-400 geschafft. Also okay, aber das heißt, ihr musstet trotzdem wirklich gefühlt eine Woche richtig reingrinden, um überhaupt die Bestellung abzuarbeiten. Ja. Krass. Das ist schon und crazy. Irgendwo dazwischen muss ja bei dir der Gedanke noch gekommen sein, ich brauche mehr. Ja. Und wo war der? Und der war natürlich direkt dann an dem Release-Tag, als ich schon gesehen habe, der Server ist down, so. Ich konnte über Cloudflare sehen, wie viele Besucherzugriffe wir hatten. Ja. Da habe ich schon gesehen, ja, wir brauchen vielleicht doch ein paar mehr Pfeifen. Ein paar mehr ist gut, ja. Habe ich in der Nacht noch dem Produzenten geschrieben auch und habe dann nochmal eine größere Bestellung. Hast du noch mehr bestellt oder nochmal dasselbe? Nee, noch mehr. Da hat mein Vater mir auch noch Geld für geliehen, weil das Geld war für diese Produktionsmenge. Hat er in den Pfeifen gesteckt?
oder? Was denn? Also ja, das ja, ich meine, wir haben ja schon einen gewissen Betrag wiederbekommen, dadurch, dass wir das verkauft hatten. Aber es hätte trotzdem nicht gereicht, um diese Produktionsmenge herzustellen. Papa, hast du mal 20.000? Ja, so ungefähr. Und dann, wie hat dein Papa reagiert? Der hat ja mittlerweile gesehen, dass es, also da hat er das schon alles mitgekriegt, wie es läuft. Hat er gesagt, hier, und nimm. Ja, so ungefähr. Ja. Also musste natürlich auch eben gucken, dass er das Geld irgendwie zusammenkriegt, aber... Hä, hast du nicht 20k einfach rumliegen? Nee. Cringe. Ja, die Influencer ist ein hier. Joke. Nee, da hätte ich schon ein neues Fahrrad, so ist es leider nicht. So, dann hat dein Papa dir das Geld geliehen, du hast nachbestellt, dann habt ihr eine Woche durchgepackt und dann saß du da mit 1000 Leuten, die dir böse Nachrichten schreiben, nur ich hab doch nachbestellt, ich war doch auf dem Tisch. Und dann dauert das halt auch irgendwie seine 2-3 Monate, bis dann die nächste Lieferung kommt. Die haben sich ewig angefühlt. Ja, die haben sich wirklich ewig angefühlt. Ja, ich glaube, die haben sich im Kundenservice, ich glaube, die haben Martin zu dem Zeitpunkt gemacht. die haben sich, glaube ich, auch da ewig angefühlt, weil da jeden Tag natürlich hunderte Nachrichten reingekommen sind. Wann bekommt ihr wieder Pfeifen? Ja. Und dann war es irgendwann soweit und der nächste Drop war dann entsprechend ähnlich. Leider. Wir hatten zwar den Server aufgestockt, allerdings. Also in der Zwischenzeit hast du mit den Serverboys geredet und hast gesagt, ich brauche da mehr Leistung. Genau. Und die haben sie dir gegeben. Ja, aber die hat und das nicht hat so nicht gereicht. Mega gereicht, nee. Und dann ging das ein paar Drops langsam. Ich glaube, es war bis Juli. Ja, das ist nämlich genau diese Phase, die ich meinte. Über Monate. Über Monate. Das waren immer die Frage, wann Breeze? Ja. Wie viele Breeze? Wird es diesmal funktionieren? Und der Moritz jedes Mal, ich habe den Server aufgestockt. Diesmal ist in Ordnung. 3 Sekunden später, Server wieder gecrashed. Ja, ich glaube, es ist 3 oder 4 Mal passiert. Ja. Was waren da denn deine Serverkosten alleine? Weil ich weiß noch, dass du sie mir damals gesagt hast und ich war so, bitte was? Vierstellig. Pro Monat. Vierstellig pro Monat, nur dafür, dass dein Shop betrieben wird. Ja, und das Problem ist ja auch vor allem, dass es ist ja eigentlich immer nur eine Spitze, die du da eigentlich nur abfangen musst, aber für den Rest des Monats langweilt er sich ja. Also, ja, ist halt scheiße. Aber musste halt sein, weil sonst wäre das auch so weitergegangen, die nächsten Jobs. Und ich glaube, das ging dann ja irgendwie bis Juli so und dann. Das heißt, ein ewiger Kreislauf aus, yay, wir haben Pfeifen, fuck, alle Pfeifen sind weg, scheiße, wir müssen 1000 Pakete packen, scheiße, der Server ist eingebrochen. Ja, so lief das ab. Ja, das war dein Leben 2020. 21 war das dann ja schon. Ach stimmt, Ende 20 war Release, 21 war dann quasi die Phase, wo... Der Breeze Gate. Ja. Ja. Und Händleranfragen natürlich auch jeden Tag, wann bekommen wir Nachschub, weil in den Shops sah es ja nicht anders aus. Da sind ja die Leute auch ich war damals noch sehr viel in Offline-Shops unterwegs, hab da auch viel gechillt und hab ja immer mitbekommen, so, dann sind da irgendwie 20 Breeze gekommen, die Leute haben die Bude eingerannt und nach 3 Minuten, die standen ja teilweise Schlange. Ja. Ja. Vor den muss man sich mal geben, Digga, als ob ein neues iPhone rausgekommen wäre 2015, wisst ihr noch, die Lines vor den Apple Stores. So ganz ungefähr. So lang waren sie nicht, aber. Nee, ganz so lang waren sie nicht, aber dass das überhaupt eine Pfeife geschafft hat. Ja. Also, es gab, ich meine, selbst wenn man an so eine NPS denkt oder so, was wahrscheinlich bis heute noch eine der meistverkauften Shishas in Deutschland ist, gibt es da Zahlen? Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Breeze 2 die meistverkaufte Pfeife mittlerweile in Deutschland ist, oder? Gibt es da Zahlen? Weiß man also sowas? Also, ich höre halt nur die, wenn ich den Händlern. Mit den Händlern spreche, dann höre ich immer, dass sie sowas nie erlebt haben vorher. Ja. Und auch jetzt danach nicht mehr. Aber Zahlen weiß ich jetzt von anderen Herstellern nicht, aber ich könnte mir das tatsächlich auch gut vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ja, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also, aber da muss man auch sagen, du warst zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Idee am richtigen Ort. Ja, viel Glück dabei. Das war Corona, das heißt, viele Leute wollten eine Pfeife für zu Hause haben. Ja. Du hast eine sehr innovative, sehr schöne, coole Pfeife rausgebracht, die den Zeitgeist getroffen hat und auch den Zeitgeist von den Anforderungen vom Markt gedeckt hat. Es waren einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da sehr, sehr gut ineinander gespielt haben. Ja, denke ich auch. Dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Ja, da ist mit Sicherheit auch sehr viel Glück dabei. Und es
Aber gut, das trifft ja auf uns alle zu. Ne? Bei mir mit den Abonnenten auf YouTube, bei vielen anderen Content-Creatern genauso. Also da kam ja bei allen viel dazu, ne? Dass wir dann während Corona viermal die Woche gestreamt haben und so, war ja praktisch dasselbe Prinzip. Ja, ja. Definitiv. Also wir wollen damit natürlich nicht Corona verherrlichen. Wenn wir es uns aussuchen könnten, würde sich jeder Corona lieber wegwünschen. Aber ja, man kann ja auch über die positiven Seiten reden. Ne? Also es gibt keinen schönen Weg, das auszudrücken, aber geschäftlich gesehen hatte Corona für viele Leute halt eben auch gute Seiten. So makaber, wie das klingen mag, aber realistisch gesehen ist es halt einfach so. Ja. Ja. So, und dann ging das alles weiter. Breeze 2 kommt, Breeze 2 ausverkauft. Wie lange ging dieses Spiel? Das erste Mal, dass der Bestand auch ein bisschen da war, war dann irgendwie Juli, würde ich sagen. Also ein halbes Jahr hast du das Spiel Katze und Maus gespielt. Ja. Krass. So, und dann hat sich's langsam beruhigt. Ja. Ja. Ich meine, die Nachfrage, also wir verkaufen bis heute immer noch sehr viel Breeze 2. Ja. Also. Für wie viel bietet ihr die? Habt ihr die aktuell noch im Shop, die Breeze 2? Ja. Und für wie viel verkauft ihr die aktuell? 150 Euro. 150 Euro. Für 150 Euro ist auch. Man muss ja dazu sagen, es gibt immer wieder, auch bei Mose selber, viele Angebote, wo die teilweise für 100 knapp drüber. 100 bekommst. Haben wir jetzt Black Friday letztes Jahr zum Beispiel. Ja. Ansonsten haben wir aber auch mittlerweile so Bundles mit Köpfen, AMD und so weiter. Ja. Dann für, ich glaube, dieses Einsteiger-Bundle, wo dann eigentlich alles dabei ist, bis auf Kohleanzünder, kostet, glaube ich, 199 Euro. Ja. Und da hast du dann wirklich alles und also einmal das Set kaufen, fertig. Ja. Bist du ready. Breeze 2 ist immer noch eine Pfeife, die kannst du dir ohne Bedenken kaufen. Das wäre, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, um einmal anzumerken, ne? Bei mose-shisha.de kann man natürlich. Du kennst sie nicht mal. mose-shisha.de? Ja, also man mose-shisha. Ich wollte gerade sagen, du kriegst auch einen Redirect. Ja. Ja. Also, ob ihr mose-shisha.de eingibt oder mose-shisha.de eingibt, ist am Ende halt scheißegal. Ihr kommt beim richtigen Shop raus. Und in diesem Shop gibt es zwei Creator-Codes, die man unbedingt verwenden sollte. Oder? Ja. Wir machen das immer so. Jede gerade Zahl benutzt Code SWG, jede ungerade Zahl benutzt Code Directly. Das weiß ich, ich höre doch den Shisha-Code. Okay, dann könntest du uns das ja nochmal einsprechen. Jede gerade Zahl benutzt bitte den Code SWG. Wo ist denn da die Begeisterung? Muss das sein, ja dann um eure Lieblingscreator zu unterstützen und keinen Cent mehr zu bezahlen, sondern ganz im Gegenteil, ihr kriegt noch was kostenlos dazu. Könnt ihr bei jeder geraden Aufrufs... So lange Sätze kann ich mir nicht merken. Also, um eure Lieblingscreator zu unterstützen und gratis noch was dazu zu bekommen, aktuell sind es die Emotion Jar Tabakaufbewahrungsdosen, könnt ihr den Code directly bei ungeraden Zahlen. Woher, wo sollen die Leute denn wissen, ob sie ungerade oder gerade sind? Ja, die Aufrufzahl einfach. Die Aufrufzahl. Ja, irgendwas müssen wir zwei doch machen, um das fair zu halten. Gut, dann Aufrufzahl. Perfekt, wenn man auf Spotify hört. Das sieht man doch, oder nicht? Nee. Weißt du nicht? Ja, dann werft eine Münze, mein Gott. Ja. Gut, bei Kopf benutzt ihr directly und bei Zahl benutzt ihr dann SWG als Code und ihr bekommt noch ein kleines Geschenk und die beiden bekommen ein bisschen Geld in ihre Tasche. Ja, ein wenig Provision. Ne? Das heißt, der Mosi hat eine Bestellung im Shop, wir kriegen ein bisschen Provision und ihr kriegt noch ein kleines Goodie on top. Deswegen Dankeschön an jeden, der da die Codes benutzt. Das ist wirklich geiler Support. Sehr zum Leid von Mosi. Ach, ich komme damit klar. Ja. Wunderbar. Also dann sind wir alle happy. Ja. Ihr kriegt was for free, der Mosi kriegt eine Bestellung, wir kriegen eine kleine Provision. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. So sieht's aus. So sieht's aus. So. Wir haben praktisch die Geschichte der Pfeifen abgehakt bis zu dem Epizentrum Breeze 2. Ja. Und bevor wir jetzt zu Breeze Pro übergehen und noch der Sphere 2 übergehen, und dann noch der Marke Emotion übergehen und der Marke Onmo übergehen. Mein RTL. Und ihr seht eine Armee aus Pfeifen vor uns. Moritz, das ist alles, was du kreiert hast über die Jahre, oder? Wir haben angefangen mit der Mose One, die hier steht, die übrigens komplett ungeraucht ist. Deswegen habe ich sie mir jetzt auch bewusst nicht angemacht. Das war auch eine Aktion, ne? Ich habe ja damals keine gehabt. Und hab dich dann monatelang vollgetextet, bis du mir noch ein komplettes Set aus deinen Einzelteilbeständen zusammengesucht hast, damit ich hier im Büro die komplette Sammlung an Mose Emotion hab. Ja. So, und dann fangen wir an mit der Mose One.
dann kam die R, die steht hier vorne. Also für alle, die Audio hören, ist das jetzt an der Stelle natürlich ein bisschen doof. Aber wir haben gerade, wie gesagt, alle Modelle vor uns stehen. Das heißt, es kam die One, dann kam die R, dann kam die Breeze 1, die der Alex gleich raucht. Yes. Und von der Breeze 1 gab es sogar zwei Limited Edition. Einmal die blaue, die der Alex jetzt raucht. Da habe ich aber leider nur die 10 von 10. 10 von 10. Und dann gab es noch eine goldene Edition. Ja. Da habe ich die 1 von 10. Sehr nice. Die steht allerdings im Umera. Das ist meine persönliche Pfeife in der Shisha-Bar, wenn ich da meine Mose rauchen will. Dann ging es weiter mit der Dash. Die steht hier vorne. Dann kam die Sphere 1. Die haben wir jetzt nicht mit hingestellt. Die steht drüben. Stellvertretend steht die Sphere 2. Die kam aber deutlich später. Ja. Und man dann, kann vielleicht auch noch dazu sagen, bei der Dash gab es auch zwei Versionen. Das ist die zweite Version. Genau, das ist die zweite Version. Die wurde nochmal überarbeitet mit das dem Ring und dem Teller. Das eher kleinere Anpassung gewesen. Ja, also es war eher so eine Dash 1.1 statt eine Dash 2. Ja. So, was kam nach der Dash? Dann kam schon die Breeze 2, ne? Nach der Dash kam noch die Noir. Die ist jetzt... Die Noir, wir haben jetzt nur Pfeifen, die komplett von dir sind. Ja. Dann haben wir die Breeze 2. Ja. Was kam danach? Die Verity. Ja. Nach der Verity kam die Sphere 2. Ja. Dann kam die Emotion Breeze. Rome. Stimmt, die Rome kam zuerst. Die kam, das die war relativ, auch das, die kam relativ zeitgleich mit der, da war ein oder zwei Wochen. Und das war auch das erste Emotion-Produkt. Genau, richtig. Ja, mit den Schläuchen und Mundstücken in derselben Farbe. Ja. Dann kam die Breeze Pro. Ja. Dann kam die Future. Ja. Und dann kam zuletzt die Flashbang. Die Flashbang kam zum Messe, genau. So, und bei all diesen Mose-Produkten, und wenn wir den Moritz schon mal hier haben, haben der Alex und ich ihn gerade in die Mangel genommen. Das dürfen wir euch natürlich nicht zeigen, aber es war ein Kampf. Es war ein Kampf. Ein richtiger Kampf, ja. Geisteskrank. Ganz starker Kampf. Wir haben das blaue Auge auch jetzt retuschiert, ne, mit AI und dies, das. Wir konnten was aus ihm rauskitzeln. Also, es war kein Kampf, aber der Moritz hat sich bereit erklärt. Wir machen ein kleines Giveaway/Wettbewerb. Ihr müsst uns oder könnt, wenn ihr mitmachen wollt, auf den @ShishaCast-Account auf Instagram ein Bild von eurem Lieblings-Moses-Setup schicken. Ob das von euch ist, von einem Freund. Ein Bild von dem schönsten Moses-Setup, was ihr findet. Also kann jede Pfeife sein aus der Sammlung. Es kann jede Kombination sein. Einfach das für euch schönste Moses-Setup. Macht ihr ein Foto von, schickt uns das auf Instagram auf @ShishaCast. Und wir suchen dann erstmal einige aus. Genau. Aber am Ende habt ihr es in der Hand. Es wird dann noch ein anonymes Voting geben. Ihr könnt abstimmen, was ist denn wirklich die schönste Pfeife oder was ist das schönste Setup. Und derjenige, der gewinnt, bekommt was? Eine Breeze Pro. Das heißt, im Wert von 200 Euro plus eine Caesar Bowl passend dazu. Auch nochmal 150. Sowas. Dann haben wir dazu dann noch einen Kopf im Wert von 30 Euro, ein Onmo HMD, auch nochmal 25 Euro und ein Coaster Set aus Bodenuntersetzer, Abtropfmatte und Kopfbaumatte, das auch nochmal 50 Euro kostet. Also roundabout irgendwas 400, 500 Euro. Genau, irgendwo um die 500 Euro liegen wir da. Ja. Knapp 400. Also wenn ihr Bock habt, macht mal ein Foto von eurem Lieblings-Moses-Setup, schickt uns das auf ShishaCast. Und wir schauen uns das mal an. Ja, suchen wir ein paar aus, genau. Ihr votet den Rest und derjenige gewinnt ein schönes Breeze Pro Komplett-Set. Yes. Mit Caesar Bowl. Richtig. Nice. So, wir machen das nächste Köpfchen an. Mein RTL! Für euch sind nur wenige Sekunden vergangen, für uns eine Ewigkeit. Ja. Aber wir sind wieder am Start. So, wir haben jetzt drei neue Setups. Einmal ganz schnell Setup-Runde. Alex, was hast du dir ausgesucht? Ich habe mir die Mose Priest ausgesucht, die erste Version. Aber in der Limited Edition. Ich weiß gar nicht, wie heißt die? Weißt du es aus dem Kopf? Blue Hybrid. Blue Hybrid? Oder? Limited Hybrid Blue. Hybrid Blue, ja, okay. So rum. Scheiße. Und ich war so stolz, dass ich es direkt wusste. Direkt wusstest. Ja. Ja, und obendrauf habe ich ein Werkbund Mehrloch und der liebe Moritz hat alle Köpfe gebaut und ich weiß gar nicht, was drin ist. Du hast ebenfalls ein Tabakmuster da drin. Und zwar ein Traube Minze Dark Blend, aber gemischt mit Must Have Kiwi Smoothie. Das hört sich doch gut an. So, der Moritz ist der Einzige, der noch auf derselben Pfeife ist. Die Pfeife ist gleich geblieben. Dafür Ukraine The Plug, Onmo HMD. Genau, und drin habe ich Height Spectrum Drops zusammen mit Must Have Lime. Der Limer bist du großer Fan, ne? Kann man so sagen. Da haben wir uns früher immer, wenn wir irgendwie gefacetimed haben und wir beim Kopfbau waren, ich habe früher auch sehr viel Leime geraucht. Da haben wir mal, und wie viele Dosen hast du noch? Nur noch eine. Und dann der Moritz, ich habe noch eine Palette. Ja, perfekt. Palette ist es nicht, aber nee, übertrieben, ich hatte mir, ne? Ich glaube, 50 Dosen oder so gesichert. Auch schon stolz, ne? Ja, aber die habe ich auch nicht mehr. Ja, also die sind jetzt alle... Weg.
Die sind gut angelegt worden. Gut angelegt, ja. So, und ich habe mir die Verity geschnappt. Leider habe ich die Verlängerung von meinem silbernen Tauchhorn nicht mehr gefunden. Ja, ich meine natürlich, ich habe meine künstlerische Ader ausgelebt und habe mein Setup umgebaut. Dafür ist umgebaut. Die Verity auch gemacht. Ja, siehst du? Perfekt. Ja. Könnte man zwar schöner umbauen, als das jetzt bei mir der Fall ist, aber ich habe die Verity am Start mit dem Mint Wavy Sleeve, mit dem Teller Blow-Off obendrauf, nochmal den Onmo Primus. Und drinne habe ich ebenfalls ein Tabakmuster. Und zwar ein Schwarz Telimette zusammen mit Mastiff Lime. Nice. Ja, da sind wir mal gespannt. Wir sind beim letzten Köpfchen stehen geblieben mit der Breeze 2. Yes. Und dann hast du ja praktisch direkt nochmal dasselbe Spielchen gespielt, ne? Wie ist denn der zeitliche Ablauf? Weil jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau. Was kam wann? Du hast irgendwann noch eine zweite Marke mit einem neuen Design gemacht, Emotion. Ja. Es kam auch irgendwann noch die Sphere 2 und die Breeze Pro. Wie sind die zeitlich einzuordnen? Und die Verity kam ja auch. Oh, und die Verity, genau. Die Verity kam erstmal nach der Breeze 2. Das müsste Ende 21 gewesen sein. Daraufhin war erstmal eine kleine Pause. Und dann kam in 22 im September die Sphere 2 und die Emotion Roam, also die erste Pfeife von Emotion, die Travel Pfeife. Und daraufhin kam jetzt in 23. Entschuldigung, ist immer wieder schön. Ja, finde ich auch. kam in 23 die Breeze Pro. Und die nächsten beiden Emotion-Modelle, das heißt die Emotion Future und die Emotion Flashbang. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, eine neue Marke für Pfeifen zu machen? Also was war der Grundgedanke hinter, okay, ich habe jetzt unter Mose so und so viele Modelle und Pfeifen, aber ich möchte eine komplett andere Marke machen mit anderen Modellen? Was ist so der Hintergrund da gewesen? Der Hauptgrund ist eigentlich gewesen, dass wir mit Emotion eine andere Designrichtung, ein bisschen experimenteller auch einführen wollten. Mose war ja sehr, sehr eingefahren auf Epoxy, bunt. Gut, bunt sind die Emotion-Modelle auch, aber es ist nicht so ein knalliges Bunt, sondern es sind mehr diese Pastellfarben auch. Und auch von den Materialien her ganz anders. Ja, genau. Also erstmal neue Materialien, die man jetzt so an der Pfeife, zumindest ist mir nicht bewusst, jetzt nicht so oft gesehen hat oder fast gar nicht eigentlich gesehen hat. Und ja, auch die generelle Designsprache einfach ein bisschen spezieller, experimenteller. Ich nehme mal deine dritte Kohle runter. Ja, das qualmt hier auch schon ganz gut, ja. Genau, so. Also, es kamen noch etliche Pfeifen raus. Du hast das Spiel langsam gemeistert. Du weißt, wie du deine Pfeifen machst. Du weißt, wie du zu deinen Ideen kommst. Du hast noch die zweite Marke gemacht, um dich nochmal neu austoben zu können. Ja. Und dann hatten wir eben alles auf dem Tisch. Was ist das für ein... Also, ich denke, du weißt natürlich, was du gemacht hast. Aber ist das nicht schon ein wilder Moment, wenn man so einen Tisch mit Pfeifen vollstellt und die alle von dir kommen? Ja, doch. Also man das, oder? Hat halt irgendwie bei jeder Pfeife irgendwie so den Hintergrund, wie es damals so war, und man weiß einfach, wie sich die Firma auch über diese Zeit entwickelt hat, und mittlerweile sind wir auch 10 Leute. Also 10 festangestellte Vollzeitmitarbeiter? Mit mir, ja. Krass. Genau. Und also von dem Keller deiner Eltern, wo du selbst ein paar Mundstücke gegossen hast, in die neue über Halle. Die Scheune, ja. Dann eine Halle gebaut, Grundstück geholt, 10 Mitarbeiter eingestellt und mittlerweile, weißt du, wie viele Pfeifen es jetzt insgesamt waren? Sollen wir nochmal durchzählen? Ach so, ich dachte, du meinst, wie viel insgesamt wir verkauft haben. Nein. Gerechnet. Nee, ich meine, wie viele Modelle es gibt. Modelle dürften... Jemals gab oder aktuell gibt? Nee, also jemals gab. In der Breeze-Reihe gibt es 3, dann gibt es, Dash kann man jetzt als... eine Zähne war nur kleine Änderung. Ja. Bei der Sphere 2 Modelle sind wir bei 6. Dann die Noir sind wir bei 7. Dash hattest du? Dash hatte ich. One und R 8. Ja.
Und dann noch drei Emotion Pfeifen. Ja, genau. Die Roam, die Future und die Flashbang. Mit 12 Modellen. 12 Modelle. Krass. Wie kam das mit der Halle? Also hast du irgendwann gemerkt, dass die Scheune einfach nicht mehr reicht? Ja, also das war sowieso alles sehr improvisiert da und nicht wirklich dafür geeignet, weil es auch auf zwei Ebenen war. Das relativ stressig war, weil es auch sehr eng war, die Sachen dann immer da runter zu bekommen. Und dementsprechend hat es auch vom, also es hat auch vom Platz nicht gereicht und dementsprechend haben wir uns dann dazu entschieden, eine Halle zu bauen und entsprechend das Büro dann zu verlegen. Und da habe ich gesehen, habt ihr jetzt auch ein Video gemacht, ne? Ja, also zumindest zum Lager haben wir jetzt schon mal so eine kleine Tour, ein paar Einblicke gemacht. Und kommt auch noch was zum Büro? Ja, aber das ist jetzt noch nicht hundertprozentig eingerichtet, ja. Deshalb... Da wartet ihr noch ein bisschen. Genau. Okay, aber die Tour durchs Lager kann man sich jetzt schon bei euch auf eurem YouTube-Channel angucken, der auch einfach Mose Shisha heißt, ne? Ja, also wenn ihr das mal sehen wollt, einfach mal auf YouTube Mose Shisha, könnt ihr euch schon mal das Lager angucken, wo die ganzen Pfeifen stehen und versendet werden. Könnt ihr auch ruhig abonnieren. Wir gammeln da noch so bei 350 Abonnenten rum. Ja, da geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Moritz ist ja passionierter TikToker. Ja. Große neue Liebe gefunden, ja. Ne? Ich glaube, am Anfang musst du dich dein Team so ein bisschen zu zwingen, aber mittlerweile, man muss auch wirklich mal sagen, am Anfang, die ersten Videos dachte ich so, oh, YouTube. Der Moritz ist nicht dafür gemacht, auf Social Media der Mann in der ersten Reihe zu sein. Nee, wenn ihr YouTube anguckt, dann bitte am besten das erste Video skippen. Vielleicht das zweite und dritte auch noch. Guckt einfach das Neueste und steigt da ein. Ja, ist besser vielleicht für alle. Aber wo ich dich noch loben wollte, war... Der Übergang zwischen, du stehst zum ersten Mal in so einem TikTok und wirkst da ziemlich fehl am Platz und überfordert, bis heute ja, ist schon eine gute Entwicklung. Das stimmt, ja. Danke. Ja, also ich merke es mir selber, es ist deutlich einfacher mittlerweile dann irgendwie vor der Kamera zu reden, als es noch. Aber das ist nicht proaktiv, oder du wirst da schon gezwungen, dass du dich vor die Kamera stellst und was erklärst, oder? Früher wahrscheinlich. Nee, also ich habe schon gesagt, dass ich will das für YouTube und TikTok auch machen. Also auch, dass du vor der Cam stehst. Ja, es hat sich niemand so richtig bereit erklärt, muss man sagen. Also keiner wollte es machen, also musstest du es selber machen. Ja, genau. Das ist so eigentlich. Aber ist es jetzt noch so schlimm? Nein, es ist halt nur zeitfressend. Das ist so ein bisschen das Problem. Du hast mal erzählt, ihr arbeitet das, eure ganzen Social-Media-Sachen an einem Tag immer aus, ne? Oder die Aufnahme. Machen wir es halt schon so, dass wir quasi für eigentlich jetzt aktuell, das letzte Mal haben wir für einen Monat quasi voraufgenommen. Das heißt, du hast einen riesen Content-Tag, also dein Team sammelt über die Zeit die Vorschläge, du bringst Vorschläge mit ein, du guckst nochmal drüber und dann habt ihr einen Tag, wo ihr literally 30 TikToks aufnehmt? Ja. Ach, krass. Wie lange braucht ihr dafür? Das letzte Mal ging relativ schnell, da haben wir nur 4 Stunden gebraucht. Also in 4 Stunden den Content für einen Monat aufgenommen. Den TikTok-Content, ja. Ja, krass. Das ist schon eine Ansage. Das ist heavy. Ja. Ja. Danach kommt natürlich das ganze Schneiden, aber da habe ich zum Glück nichts mit zu tun. Ja. Also, Wie verteilen sich denn die 10 Mitarbeiter, die du hast? Wir haben... Es gibt dich? Ja, es gibt mich. dann gibt es 2 Mitarbeiter im Marketing. Mhm. Also... die sich dann eben auch um die ganzen Social-Media-Kanäle kümmern. Also die machen SEO, Influencer. SEO ist in meiner Hand. SEO ist in deiner Hand. Ja. RIP. Ja, auch ich glaube, SEO ist einer der undankbarsten Jobs. Das ist cool, aber es ist halt irgendwo interessant. Aufwand, ja. Ja. Wie gesagt, die 2 Marketing. Dann habe ich noch Marc, der keine Ahnung. Wie du möchtest. Von mir aus, also so, muss ja nicht seine Adresse liegen, wo er wohnt, aber wenn du sagst, der Marc, ist das doch okay. Ja, Janis und Nils sind Marketing. Dann habe ich einmal Marc, der relativ ähnliche Aufgaben wie ich übernimmt. Also wir teilen das einfach unter uns auf. Also es ist dann auch ist so, viel, willst du sein, ist so deine rechte Hand? Ja. Ja, also viel auch, was Zeichnung angeht oder irgendwelche Systemumstellungen im Lager oder sowas. Dann Maike, die macht den Kundenservice. Ralfs und Marcel und Irina sind im Lager. Dann Jakob, der ist ebenfalls im Lager und teilweise noch im Büro. Also wenn da irgendwie... Wenn Not am Mann ist, muss er im Lager helfen. Und wenn Not am Mann ist, im Büro, dann im Büro. Und was ist, wenn bei beiden Not am Mann ist? Dann haben wir ein Problem. Da winkt der Martin. Dann wird Martin gerufen. Kannst du mal rumkommen, bitte?
Dann haben wir noch Micha, der macht den Händlervertrieb. Und ich habe nicht mitgezählt, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich auch nicht. Oh, wenn ihr jetzt jemanden vergessen hast, dann gibt es Stress am Montag im Büro. Habe ich wen vergessen, Mann? Mein Vater und Lisa, die sich um die Buchhaltung kümmern. Das ist schon wild, oder? Schon krass. Ja. Also bei mir schnüppeln ab und zu der Ali und der Basti ein Video und mein Papa macht auch so alles, was mal anfällt. Ob das SWG-Mobil in einem IRL-Döner-Stream ist, die Beratung über die Zukunft und. Ja, und das war's. Ah, ist schon krass. So, Breeze Pro, da waren wir stehen geblieben. Du hast also die Breeze 2 gemacht mit umbaubaren Blow-Offs. Ja. Und das hat dich gejuckt, oder was? Dass du die umbauen musst, so, weil du ja dann bei der Breeze Pro zum Umstellen... Bei der Breeze Pro haben wir dann eben zum Umstellen quasi während des Rauchens gewechselt und haben dann zusätzlich noch den Entlüftungsknopf hinzugefügt. Ja, und dann kamen eigentlich auch schon die nächsten Modelle. Aber dann vielleicht mal zurück zu meiner Frage, wann war der Planungsprozess von der Breeze Pro in Abstand zu der Breeze 2 jetzt gerade mal? Also die Breeze 2 kam ja Ende 21 und... Ende 20. Und dann knapp bisschen über 2 Jahre später die Breeze Pro und die Planung hat eigentlich schon so, ich würde sagen, 10 Monate nach der Breeze 2 angefangen. Also über ein Jahr vergangen, bis dann die Breeze Pro kam. Nochmal von Anfang der Planung bis Release. Die wildeste Entstehung einer Pfeife ist, glaube ich, die Flashbang, oder? Ja, also da hatte ich Corona und saß zu Hause und hatte ein bisschen Langeweile und habe dann irgendwie gedacht, mal was Neues zu machen und die Flashbang ist halt, ja, also ist auch vom hast du während von den Corona ein bisschen zu viel CS gespielt oder war es nee, so? Ich habe tatsächlich gar nicht gezockt, aber sonst würde es ja auch Smoke Grenade heißen. Ja, aber das hört sich halt scheiße an, das ist das Problem. Ja, Flashbang klingt auf jeden Fall geiler. Stimmt. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen Ideen gesammelt, in welche Richtung man was machen kann. Und das ist dabei rausgekommen, ja. Und dann hast du innerhalb der 2 Wochen, wo du mit Corona zu Hause gesessen hast, die ersten Zeichnungen und alles schon gemacht? Genau, ja. Und dann habe ich es zur Produktion für die ersten Samples gegeben. Und dann? Jetzt muss ich dich ein bisschen hops nehmen. Ja. Wir haben ja jetzt über alle Pfeifen geredet. Nee, also okay. Können wir auch. Können wir gerne machen. Ne? Noch so ein Set oder was? Nee, okay. Wir machen jetzt immer weiter. Gut. Wir haben über die ganzen Pfeifen geredet, die du bis jetzt gemacht hast. Ja. Können wir vielleicht darüber Pfeifen reden, die in Zukunft kommen? Ja, aber es wird noch ein bisschen dauern. Ja, aber es vielleicht so ein erster Sneak Peek, an welchem Modell ihr aktuell... Also, arbeitest du an was Neuem? Arbeitest du an einer Überarbeitung einer bereits bestehenden Pfeife oder sogar beides? Und vielleicht noch die Marke, wo man vielleicht als nächstes was erwarten kann? Ich muss mal kurz nachdenken, was als nächstes kommt, muss ich gerade überlegen. Also es ist auf jeden Fall bei Emotion sind 2 Modelle, wo erste Entwürfe stehen, aber da gibt es noch keine Samples. Also wir sind ganz am Anfang von der Entwicklung. Ja, also es ist eigentlich so geplant, dass zumindest 1 dieser Modelle zur Messe kommen soll. Okay. Kannst du schon ungefähr sagen, in welche Richtung es gehen könnte? Will er nicht. Ist auch okay, ne? du musst jetzt nicht sagen, was du im Nachhinein bereust, aber hätte ja sein können, dass du uns da einen kleinen, das ist ja schon mal ein Sneak Peek, also 2 Emotion-Modelle, an denen gearbeitet wird. Weiter in diese Richtung, ja, nicht Richtung Flashbang, also es hat jetzt nichts irgendwie mit Waffen zu tun, aber schon von dieser Idee her, dass man sich an Alltagsgegenstände, wollte ich jetzt sagen, aber bei einer Flashbang ist es natürlich jetzt nicht so. Cringe, wer keine Flashbang zu Hause hat. Also, dass man sich Du nimmst Designs und Optiken aus anderen Bereichen und wendest die auf Shisha an. Ja. Okay. Ah, coole Idee auf jeden Fall. Und das trifft auf beide Emotion zu? Auf beide Modelle zu, ja. Okay. Und gibt es da so einen Sneak Peek, aus welchem Bereich da aktuell so geguckt wird? Nö. Nee? Ja, ist okay. ich stelle nur die Frage, ob du sie beantwortest. Ja, die Frage ist ja auch vor allem, das ist halt,
wir haben jetzt was auf dem Computer, was vielleicht irgendwie machbar ist, aber die Frage ist immer noch, ob das überhaupt so kommen wird. Mhm. Deshalb, also es ist einfach zu früh, ja, darüber zu reden. Das ist vielleicht, okay, auch ein ganz interessanter Punkt. So, du hast ja gesagt, dir war mal langweilig, ich habe was gezeichnet, dann kam die Pfeife. Wie oft hast du denn so Ideen, die du zeichnest, die du vielleicht sogar samplen lässt und dann wieder verwirfst? Also wie oft passiert sowas denn? Oh, sehr gute Frage. Ja, also die Ordner von den Zeichnungen sind durchnummeriert. Also die heißen alle LSP. Ich weiß nicht mehr, wofür es steht, aber da ist eine Nummer hinter. Und ich weiß nicht, ganz am Anfang hatte es irgendeine Abkürzung, aber. Und jetzt ist es einfach ein Ding geworden. Ja, jetzt wird es so fortgeführt. Wir sind jetzt bei Nummer 47, glaube ich. 47? Was? Ja. Also es gibt. Auch und wir einige, hatten 11 Modelle? Ja. Also es gibt auch einige Modelle, die auch, wo es erste Samples gibt, die stehen bei mir im Büro. Ich muss in dieses Büro. Ja, ich glaube auch. Boah, ich was, wenn da übelste Schätze rumstehen, die grandios wären. Wir haben sogar mal auf TikTok 2 davon vorgestellt. Ja, eins habe ich gesehen, die Nipe habe ich gesehen. Ey. genau, aber ja, sie hat an die Nipe erinnert, deshalb haben wir die auch nicht rausgebracht. Aber es gab noch eine mehr, die wir da auch vorgestellt haben. Ja, also ist ein Drittel ist gekommen. Krass, ja, sogar ein Viertel, ne? Oder ein Viertel, so, ja, stimmt, ja. Kannst du da so ein paar Punkte nennen, woran es dann gelegen hat? Also jetzt zum Beispiel bei der einen Pfeife hat es ein bisschen an eine andere Pfeife erinnert. Warum du das jetzt nicht rausgebracht hast? Gibt es da auch einfach technische Sachen, die du umsetzen wolltest, die nicht funktioniert haben? Oder liegt es dann meistens eher am Design? Also die technischen Sachen haben wir meistens dann über mehrere Sample-Läufe eigentlich hingekriegt. Es lag dann bei dem anderen Modell, was wir auf TikTok vorgestellt haben, vielleicht können wir es auch einblenden, da war es dann so, da saß auf dem Computer eigentlich alles ganz cool aus, aber in echt waren wir dann nicht so hundertprozentig überzeugt und haben uns dann einfach entschieden, dass wir es eben nicht machen. Okay. Und das passiert relativ häufig. Ja. Bei einem also, Viertel. Aber ja, ich meine, also am Ende ist es mir ja lieber, wenn es so rum ist, als wenn zu viele Modelle kommen, die nichts sind. Ja, und das Ding ist ja auch, vielleicht gefällt uns das, aber wir sind vielleicht der Meinung, dass ist einfach bei der breiten Masse jetzt nicht so gut ankommen würde, als dass es sich lohnen würde. Wie gehst du da generell ran? Also wenn du jetzt denkst, oh, ich glaube, das ist es, und dann überlegst du, aber ist es was für einen Markt? Wie ist der Prozess? Habt ihr da Leute, die ihr fragt? Freunde, Bekannte? Also generell erstmal die ganzen Mitarbeiter. Janis zum Beispiel, der bei uns im Marketing sitzt und auch viel Grafiken und so weiter macht, der hat auch jetzt bei der Flashbang oder der Future diese ganzen Prints gemacht, der da muss ich übrigens einmal Props aussprechen, ne? Also was ihr mittlerweile von Corporate Design über Marketingmaterial raushaut, also da Props an das Marketingteam, finde ich sehr geil. Und zuletzt aufgefallen, der Trailer für den Restock von der Future, wo die auf dem LED-Untersetzer stand, 10 von 10. Ja. Saugeil geworden, Jungs. Da war ich auch so, sehr nice Video. Ja, da bin ich auch sehr zufrieden, was da aktuell von den beiden Jungs Potenzial für eine Gehaltserhöhung. Basti? Ich glaube, du musst da 2 Sekunden rausschneiden. Spaß. Was ist das drin? Nee, aber da bin ich sehr zufrieden. Und Janis und Nils und Marc, die sagen auch immer ihre Meinung. Janis bringt auch öfter mal irgendwelche Ideen, wenn er irgendwas sieht, schickt er mir Bilder. Ja. Von irgendwelchen Materialien. Das ist schon auch ein geiles Gefühl, wenn die Mitarbeiter dann so invested sind, oder? Und nicht einfach nur kommen, ihre 8 Stunden absetzen, wieder heimfahren und. Ja, also das ist schon cool mittlerweile. Wie viel Pfeife wird bei euch im Büro geraucht? So als kleine Zwischenfrage. Janis und Nils rauchen gar nicht. Gar keine Pfeife. Also gefeuert. Nichts, keine Abmahnung Pfeifen. Raus. Gar nichts. Ach krass. Warum hast du die eingestellt? Weil die gute Arbeit machen. Ja, wie kam dann der Kontakt? Einfach über ein ganz normales Stellenausschreiben? Janis war in unserem Jahrgang in der Schule. Ah, okay. Der hatte dann eine Ausbildung bei einem anderen Unternehmen bei uns in der Gegend gemacht. Und der hat schon von Anfang an, habe ich ihm immer mal so, wenn ich so kleine Designaufgaben oder irgendwie Grafiken gebraucht habe, hat er immer so was gemacht für mich und hat dann irgendwann bei uns angefangen und er hat dann auch Nils angeschleppt, der auch von dem alten Arbeitgeber kam. Marc kommt zum Beispiel aus meinem Studium, mit dem habe ich zusammen studiert. Hast du auch Mitarbeiter, die du gar nicht kanntest? Die nicht über Mund zu Mund? Die anderen,
glaube, die anderen kannte ich alle vorher nicht. Die sind über Stellenanzeigen zum Beispiel. Okay. Und ein Lagermitarbeiter war ein Kumpel von Marc wiederum. Aber also so die Hälfte über Mund-zu-Mund-Propaganda und die andere Hälfte über Stellenausschreibung. Ja, genau. Krass. Ja, aber die restlichen Leute, also zwei rauchen gar nicht. Genau, ach, da waren wir. Marc raucht, ich rauche offensichtlich. Echt? Dann Maike, die ist gut bei den Zigaretten dabei. aber raucht hin und wieder mal Pfeife auch. Dann Maike, das müssen wir ändern. Komm auf die gute Seite der Macht. Gut sind die alle nicht, ja. Aber komm auf die slightly bessere Seite. Dann im Lager, da sind die Vapes groß. Ah. Aber ja, fürs Lager muss man leider sagen, ist das auch ein bisschen praktischer. Ja, ne? Aber wie ist das so? Also ich arbeite jetzt bei Mose, ich mache da ein bisschen Social Media und ich sage dann zwischendrin, du Mosi, ich würde mir gerne ein Pfeifchen anmachen. Ja, also machen. Machen. Ja, solange es nicht den ganzen Tag ist, weil so ein bisschen lenkt das ja auch ab. Ne? Ja. Aber, ja. Also wenn man so jetzt dann eine Stunde mit Pfeifen ready machen, Köpfe bauen, Pfeifen sauber machen also, und sowas. Solange die eine Pfeife am Tag rauchen, habe ich ja kein Problem mit. Okay. Ja. Und wenn ich zweifle, dann wird es langsam eng. Ja, die meisten wollen ja nicht so viel. Also meistens ist das so nachmittags, wenn jemand rauchen will, dann fragt ihr die anderen, wollt ihr Kohle? Ja, nein. Und dann wird es halt angemacht oder eben nicht. Ja. Und im Marketing ist das Beste, die rauchen ja beide nicht. Die müssen sich dann immer Leute holen für die Rauchshots, oder was? So war das lange. Mittlerweile haben wir eine Nebelmaschine. Im Ernst? Ja. Alles fake bei Mose. Das ist fake, ja. Alter, ich will eine Nebelmaschine dafür geholt. Ja. Ja gut, wenn beide Marketing-Mitarbeiter nicht rauchen, was willst du machen, ne? Es war halt immer so, dann musste irgendwer so von seiner Arbeit wegkommen, nur damit irgendwie ein paar Bilder gemacht werden können. Und ja gut, es geht halt nicht. Ja. Ja. Deshalb ist da jetzt die Nebelmaschine in Action. Wild. Wir waren ja vorher noch bei den neuen Modellen, die geplant sind. Und du hast gesagt, zwei Emotion-Modelle. Und ein Mose-Modell. Ein Mose-Modell. Okay. Ja. Kannst du da auch schon eine Richtung verraten? Da ist... Eine neue oder eine überarbeitete? Das ist gerade unklar. Das war eigentlich, sollte es eine Überarbeitung werden. Mhm. Aber dadurch, dass so ein paar Funktionen wegfallen, aber dafür ganz andere wieder dazukommen. Macht es eigentlich keinen Sinn. Macht es eigentlich fast keinen Sinn, das als Nachfolger zu betiteln, weil das Design jetzt auch wieder ein bisschen in eine andere Richtung gegangen ist. Deshalb denke ich fast, dass es ein neues Modell wird eigentlich. Wann kann man damit rechnen? Haben wir auch noch keine Muster. Das ist alles in der Designphase. Ich hoffe zur Messe auch. Also wird voraussichtlich ein, zwei Modelle auf jeden Fall geben. Okay. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass das alles gut läuft und dass das auch stattfindet. Ja. Dann letzte Frage bezüglich neuen Produkten. Ja. Die Frage, die wahrscheinlich jeden interessiert. Wie sieht's aus mit einem Breeze-Nachfolger? Ich meine, die Breeze Pro ist jetzt noch nicht lange auf dem Markt. Aber du wirst ja wahrscheinlich... Da ist noch nichts geplant. Du hast was noch im Kopf. Nein, da ist noch nichts geplant. Ich verspreche es. Okay, na gut, dann kann man da nichts machen. Aber ist auf der Agenda, da dran zu arbeiten? Oder sagst du, ich habe jetzt diese Modelle fertig gemacht werden und dann... Dann guckst du, was als nächstes ansteht. Dann wird da so langsam dran gearbeitet. Ja. Die Frage ist natürlich aber irgendwo auch, was willst du in die Pfeife noch einbauen? Ja, natürlich. Es wird bei mehreren Herstellern RGB so sein. Du hast halt irgendwo auch ein Limit, was eine Pfeife kann. Ja, ja, es ist halt auch von der Sache an sich bei Pfeifen, im Grunde sind Shishas ja unglaublich simpel. Ne? Also du brauchst irgendwas, wo ein Kopf drauf kommt, dann brauchst du ein langes Rohr, das muss irgendwo mal durch Wasser gehen und es muss irgendwas als Bowl geben. Und dann hast du ja eigentlich schon eine Pfeife. Ja gut, am Ende, wir hatten ja die Diskussion gehabt, nach der Messe, die Folge, so dieses Diffuse an der Sache, wie gut die Flashbang eigentlich ankam, obwohl sie grundlegend keine wirkliche Funktion hat. Genau. Und das zeigt ja... Das war so Moritz wieder sauer. Nee, aber du verstehst ja, was wir meinen, ne? Also bei der Breeze Pro hast du dann verstellbare Blow-Offs, du kannst Sleeves wechseln, du hast den Purge-Knopf und die Flashbang ist halt einfach mal wieder eine
in Anführungszeichen stinknormale Pfeife von der Funktion. Ja. Du hast einfach nur das Basic-System fürs Rauchen. Das ist ein coolen Blow-off, ein cooles genau. Design. Genau, ja. Aber auch halt nur ein Blow-off, nicht verstellbar ja. und so. Aber ich glaube, das ist auch das, wo es hingehen wird, dass Design wieder viel, viel wichtiger wird und jetzt nicht, dass du 100 Blow-offs da irgendwie bauen ja. kannst, wovon eh 80% gleich aussehen am Ende. Ja. Denke ich auch. Das und war auch genau, wo wir bei der, ja. bei der Diskussion rausgekommen sind. Ja. Weil ne, das Paradox ist, der Markt schreit nach Neuerungen und dann kommt eine Pfeife, die, in Anführungszeichen, nimm's mir nicht übel, einfach nur cool aussieht ja. und die schlägt trotzdem ein wie sonst was. Weißt du, also es ist so ein bisschen, genau. ja. Weil manchmal darf man vielleicht auch nicht zu sehr drauf hören, wonach die Leute schreien, oder? Nee, das merkt man sowieso immer wieder. Also bei welchem Produkt war das denn noch so? Wir haben das immer mal wieder, dass Leute unbedingt irgendwie was haben wollen, aber das sind dann halt meistens auch wirklich, wenn es wenige Leute haben wollen, die schreien dann auch am lautesten. Ja. Und dann macht man irgendwie was in die Richtung und dann merkst du, ja, war vielleicht jetzt gut für die ja. Leute. So fünf Leute haben geschrien, 10 wollten. Zum Beispiel diese, bei der S4-2 wollten einige Leute diesen Caesar Orb haben, den wir gemacht ja. haben. Mhm. Das ist aber halt auch einfach nur diese kleine Kugel und die kostet halt 60 Euro, weil es ja, halt ja. Handarbeit in ja, Tschechien ist. Caesar Glass, ne? Und das, da haben immer wieder Leute nachgefragt und deshalb hast du dann den Eindruck, das wollen sehr viele Leute haben. Aber am Ende, die Bestellmenge ist dann doch relativ gering. Ja. Deshalb ja. haben wir es jetzt auch so gemacht. Wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Pre-Order. So, und alle, die es haben wollen, die sollen es jetzt bestellen und wir liefern es dann in ein paar Wochen aus, wenn wir es von der Produktion bekommen. Ist aber ja eigentlich eine gute Sache, genau für so Produktkategorien, ne? Also ich, mein, ich das meine, ist bevor ja man es gar nicht macht, weil die Nachfrage zu ja, gering ist ja. Kann man es dann besser so machen, dass man für diese Leute wenigstens die Möglichkeit gibt, dass man es bestellen kann. Dauert dann halt ein bisschen, aber die wollen es halt auch unbedingt ja. haben. Aber ist ja perfekt, ne? Dann hast du nicht zu großes Risiko, ja. musst nicht irgendwie Hunderte bestellen und dann dir Sorgen machen, ob du die verkaufst. Aber die Leute, die es wirklich haben wollen, können es kaufen ja. und können es eben kriegen. Und die sehen ja auch verdammt cool aus. Ja, das muss ich mir auch. Dann, kann man, hat man dann noch die Möglichkeit, jetzt nachträglich welche zu bekommen? Oder war das jetzt wirklich dieses einmalige Ding? Ich glaube, es geht bis zum 14. Oktober oder so, die Pre-Order. Also müssen wir schnell sein. Oh, 14. Oktober könnte fast eng sein mit, ja. mit der Folge. Ja. Nächste Woche kommt erst die mit Eugen ja. und da drauf dann. 2 Wochen. Ja, das ist vorbei. Ist zu spät. Zu spät, schade. Also wenn ihr das seht / hört, dann ist das leider schon ja. durch. Dann habt ihr es hoffentlich auf Insta mitbekommen für alle, die da eine Caesar X Mose Orb wollten für ihre S4-2. Ja. Vielleicht mal eine andere Frage. Und zwar, wenn man sich Produktpalette von Mose anguckt, man sieht ja sehr, sehr viel Einschlauchpfeifen. Ich glaube, die Verity ist die einzige, die das Vierschlauch-Variante gibt. Und die One, die eine Dreischlauch-Pfeife ja, ja. ja, ist. Ja, mittlerweile ist die Verity die einzige Vierschlauch. Ja. Kommt da nochmal was? Also es gibt ja wirklich, also ich denke mal, bei uns ist das nicht so verbreitet, dass wir nachher Vierschlauch-Pfeife schreien. Aber ich würde schon sagen, auf dem breiten Markt ist Vierschlauch doch noch relativ beliebt. Ja. Kann man da was erwarten oder wird das eher vom Konzept her durchgezogen, die Einschlauchvarianten? Kommt was, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also es okay. gibt da auch ein paar Entwürfe und so weiter. Okay, geil. Ja, dann haben wir sehr viel über die Geschichte geredet, wie das bis jetzt so war, wie Mose überhaupt entstanden ist, wie du angefangen hast, wie der Prozess ist. Was wir aber noch gar nicht besprochen haben: Was rauchst du denn gerne? Welche Setups magst du? Bist du Team Funnel, Team Mehrloch oder Team ich rauche das, wo ich Bock drauf habe? Welche Pfeifen stehen bei dir zu Hause? Und vielleicht auch noch eine wichtige Frage: Was für Pfeifen, abgesehen von Mose-Pfeifen, rauchst du denn so gerne? Also ich gehe davon aus, da du die Pfeifen so machst, wie du die haben willst, wirst du natürlich viel Mose rauchen. Aber ja. es gibt ja bestimmt auch ein paar andere Pfeifen, die du magst. Ja, ich habe auch viele andere Pfeifen zu Hause. Das ist sehr russisch alles. Mhm. Also ich kann jetzt einfach, ich werde mit Sicherheit jetzt nicht alle aufzählen können, weil ich die nicht... Einfach mal so ein paar Favorites von ich dir. Die Alpha Beat rauche ich sehr, sehr viel. Dann habe ich noch eine Alpha KX, die rauche ich aber nicht so besonders viel. Hast du früher, glaube ich, mehr geraucht, ja, ne? Dann von Hoop habe ich mehrere Modelle. Einmal die Go On in Gold mit so einem Caesar Glas, was auch mit dem eingebrannten Gold ist. Mhm. Dann die Hoop Cyber, dann Union Sleek rauche ich sehr häufig.
Dann habe ich Totem Hooker noch zwei Modelle. Einmal die Monolith, einmal die Monolith Ultra. Boah, die Ultra ist auch wild. Ja, die Ultra ist sehr geil, ja. Voodoo Smoke habe ich die kleine. Da finde ich aber auch nur die kleine schön. Marmite Customs habe ich die kleine. Finde ich auch nur die kleine schön. Also schon einige russische Pfeifen auf jeden Fall. Ja, das wohl. Das auf jeden Fall. Geometry die kleine. Boah, das ist schon eine gute Liste. Und wenn du dir, wenn du dir für dich eine bei dir aussuchst, raust du wild durch oder hast du schon so Favoriten, die du von dir selbst am liebsten raust? Von unseren eigenen Pfeifen? Ja. Da wird es wahrscheinlich die Future sein, tatsächlich. Okay. Die Future war für mich eine Pfeife, von der ich in Anführungsstrichen relativ wenig erwartet habe. Mhm. Also ich war mir sicher, dass das... Du hast ja, glaube ich, auf der Messe in Sevilla das erste Mal gesehen. Ja. Also da hatten wir die noch nicht vorgestellt, aber wir hatten die bei uns im in du dem hast Airbnb. Mir die, genau, wir waren abends noch bei euch mit deinem Airbnb, nachdem wir essen und waren. Und da hatte ich auch den Eindruck, dass du erst noch nicht so... Ja. Nur nicht so begeistert. Nee, also, weißt du, ich habe die schon gesehen und ich habe die geraucht und das Rauchverhalten war gut und die Optik war cool. Also ich war, ich hatte den Eindruck, das ist eine gute Pfeife, aber mir hat irgendwie die Begeisterung gefehlt. Ne? Vielleicht auch irgendwie Marktsättigung und selbst die Sättigung, ne, die Befriedigung. Ja, es gibt so viele Pfeifen. Aber als ich die dann zu Hause hatte und die wirklich getestet habe für das Review... Ne, wir haben ja den Vorteil, wir kriegen die ja meistens irgendwie ein paar Wochen bevor der Release ist, damit wir schon mal ordentlich testen können und für den Release auch wirklich ein Review da ist. Wenn du die gerade dann zwei Tage hast, kannst du ja nicht wirklich was zu einer Pfeife sagen. Und je mehr ich die geraucht habe, umso mehr habe ich mich dabei ertappt, wenn ich vor meinem Regal stand mit hunderten Shishas, dass ich dann immer wieder zu der Future gegriffen habe, weil die einfach zu reinigen ist, schön aussieht, das Gesamtkonzept mit dem gleichfarbigen Schlauch, dem gleichfarbigen Mundstück und so, es passt einfach so gut zusammen und sie raucht sich so, so ultra angenehm, dass ich irgendwie immer mehr die Future geraucht habe und ich mittlerweile sagen muss, das ist eine meiner meistgerauchten Pfeifen. Dafür, dass ich am Anfang relativ wenig Begeisterung hatte. Also ich war auch irgendwie vorher nie so der Fan mit den farbigen Schläuchen, aber ich finde, da passt es einfach so gesamt. Man Dichtung in der gleichen Farbe hat, das Mundstück so und alles ist wirklich dann 1:1 getroffen, finde ich das doch schon ganz geil. Ja. Ja, mit dem Perfect Fit habt ihr natürlich auch noch einen guten Streich gelandet, ne? Dass ihr da die beste Idee war Bowl-Dichtung in verschiedenen Größen. Ja. Das war wirklich. Ja, also man hat bei Steckbowls halt einfach das Problem, es ist Handarbeit und es passt nicht. Und die sollen 100%. Alle ungefähr 44 mm Durchmesser haben. Ja, also wir haben bei der Produktion 44,5 angegeben, aber du hast halt einfach einen Millimeter oder sowas Toleranz nach oben oder unten. Und ist auch bei Handarbeit, ne? Ja. Ist halt leider einfach so. Ja. Aber es gibt immer wieder Pfeifen, bei denen das trotzdem ein bisschen Krise ist, ne? Wenn ich überlege, wie viele Leute da mit ihrer Fibonacci Probleme haben, da musste ich auch meinen Schlauch meine Bowl-Dichtung dann zurechtschneiden, damit das irgendwie geklappt hat. Ich glaube, Yannick musste da sogar von der Perfect Fit, von der kleineren, noch ein bisschen was abschneiden, damit das irgendwie gepasst hat. Ja. Obwohl, hast du da leider. Problem mit dem Perfect Fit hat man es ganz selten, dass irgendwie keine Dichtung passt. Falls ihr Perfect Fit nicht kennt, das ist ein Dichtungsset, was ihr rausgebracht habt. Ja. Wenn man das bestellt, es gibt wie viele verschiedene Farben gibt es da? Etliche. Es gibt alle Wavy Sleeve Farben quasi. Also für alle Mose Pfeifen und Emotion Pfeifen. Emotion gibt es die nicht einzeln, diese Perfect Fit Dichtung. Ja. Warum eigentlich nicht? Dabei. Ja, weil das Problem war, ich hatte damals für die Future in der gleichen Menge, wie wir die Future bestellt haben, die Dinger bestellt. Die Dichtung. Und wir haben eine Mindestbestellung pro Farbe von 1000 Sets, wenn wir die einzeln bestellen. Und damals hatte ich nicht drüber nachgedacht, dass wir die auch einzeln bringen können. Und genau das, und das ist heißt, das wenn Problem. Du sie jetzt nachbestellen würdest, müsstest du direkt 1000 Sets bestellen? Pro Farbe, ja. Pro Farbe. Und das bei wie viele Future-Farben gibt es? Fünf? Fünf. Fünf, das heißt, du müsstest direkt 5000 Dichtungen nachbestellen. Ja. Wenn du, okay, ah gut. Und das, 5000 mal zwei, wenn es ja zwei. Ja, das ist schon krass. Das ist schon ein bisschen was. Aber bei einer Sache muss ich mit dir schimpfen. So sehr ich diese Bowl-Dichtungen liebe. Ja, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Im gleichen Maß hasse ich diese Kopfdichtung. Ja. Also der Name Perfect Fit könnte für die Kopfdichtung nicht mehr gelogen sein. Also bei mir funktioniert es gut. Also bei mir rutscht jede. Also ich bin bei Kopfdichtung setze ich seit einem Jahrzehnt mittlerweile
nur auf die Kautschuk-Dinger. Ja. Weil ob da Molasse dran ist, ob da Wasser dran ist, ob die warm sind, kalt sind, groß sind, klein sind, scheißegal, die Dinger halten immer. Können wir mal ranzoomen, das sieht auch extrem scheiße aus. Ja, schön sind die nicht, aber weißt du, genau. Unsere funktionieren auch. Also könnt ihr mal bitte, jeder, der eine Perfect-Fit-Dichtung hat, einmal in die Kommentare schreiben, was funktioniert. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass zum Beispiel Türkisch Boy komplett runterrutscht. Die passt gar nicht drauf. Welche? Japoner Türkisch. Ja, das ist doch ein scheiß Kopf. Ja gut, also bei der Kopfdichtung, da könnte man irgendwann für die V2, hätte ich gesagt, nochmal angehen. Gut, dann notiere ich mir das und dann gehen wir. Geil, ja, das ist doch alles, was wir wollen. Das ist doch perfekt. Ich hatte eben noch Setups hatte ich dich noch gefragt. Was rauchst du am liebsten? Du rauchst jetzt ein Funnel, rauchst du aber auch Meerloch? Relativ gemischt, muss ich sagen. Also Dark Blend rauche ich mittlerweile fast nur noch im Meerloch. Jetzt zum Beispiel habe ich mir Virginia mit Dark Blend gemischt, dann nehme ich meistens ein Funnel. Funnel. Und beim HMD, stimmt, Onno haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Stimmt, ja. Da habt ihr euch irgendwann gedacht, es gibt nur super teure Alu-HMDs. Ja. Lass mal was Günstigeres machen. Ja, lass mal was Günstigeres machen und dann... Hast du dir den Uno geschnappt? Dann haben wir die zusammen produziert. Kurz mal die nächste GmbH gegründet. So und ganz nebenbei. Ja. Ja, und... Das soll ja nicht langweilig werden, ja, ne? Stimmt. Ich würde sagen, der funktioniert auch ganz gut. Ja. Würde ich wohl auch sagen, ja. Also 25 Euro, als der rauskam, dann man muss ja überlegen... Würdest du wohl auch sagen? Habe ich gesagt? Ja. Ich adaptiere schon, merkst du? Ja. Ich seit ungefähr... Also wir kennen uns 4 Jahre und seit genau diesen 4 Jahren ziehe ich den Moritz mit seinem besonderen Sprachgebrauch auf. Das ist bei euch in der Gegend so, wohl so ein Ding, ne? Dass man in jeden Satz irgendwie so ein Wohl mit reinsneakt. Ja, das finde ich aber auch für gut. Wohl gut, ne? Ja, es ist so ein Ding geworden bei uns. Und jetzt habe ich es schon unterbewusst direkt wieder mitgemacht. Selbst integriert, ey. Ja. Ja. Ist mir wohl gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Basically nicht, ne? Basically. Actually schon. Ja, das ist so ein Ding bei uns. Es gibt Kirche. Immer. Nee, das können Kirche. Wir. Kirche und Kirche. Ist kein Problem. War aber ein Problem. Das war nie ein großes Problem. Problem bei dir. Das haben wir immer beide richtig gemacht. Immer. Immer. Ich soll eine CHSCH-Schwäche haben. Nein. Ja. Nein. Schwäche. Das ist doch perfekt. Schwäche. Schwäche. Gut, also der Moritz muss ja los, hat er gesagt, ne? Wird jetzt rausgeworfen. Ja, haben wir auch schon ausdiskutiert, ne? Overcorrection, dies, das. Ja. Vom Hessische. Kannst du eigentlich Hessisch babbele? Nee. Nee? Gar nicht? Gar nicht. Schwach. Schwach. Naja. Nee, er muss doch nicht können, bei Hasti war es ein anderes. Nee, ist wohl okay. Yes. Aber bei so. Onmo nochmal ganz kurz. Genau. Es gibt ja den Onmo in der Alu-Version und ich benutze ja sehr, sehr gerne Edelstahl-HMDs. Ich wusste, dass die Frage kommt. Wie ja. ist denn da so der Stand der Dinge? Der Stand der Dinge ist, dass wir eine Version haben, die du, glaube ich, auch abgesegnet hast. Ja. Die kommt allerdings von einem Produzenten, der etwas sehr teuer ist. Und jetzt haben wir das zu einem anderen Produzenten gegeben. Komischerweise wiegt dieses Ding 30 Gramm mehr. Die haben da wohl irgendwie was angepasst, was... aus Versehen Titan mit rein. Nee, Titan wäre leichter. Was deren Meinung nach besser zu fertigen war, aber es funktioniert nicht. Hat man also damit oft Probleme, natürlich. Dass Hersteller einfach Freestyle was ändern, ja, und du stehst dann da? Es kommt auf den Hersteller an, aber bei dem, mit dem ich am meisten zusammenarbeite, eigentlich nicht. Aber es gibt schon irgendwelche Hersteller, die dann manchmal meinen, hier muss was geändert werden. Machen wir so und so. Und ich sage auch gar nicht Bescheid. Nee, warum auch? Ja. Also, du hast schon gesagt, für Dark Blend rauchst du am liebsten Meerloch. Wenn du mixt Virginia, da wäre natürlich die Frage, wir haben es schon so ein bisschen rausgehört mit dem Lime am Anfang, aber was sind denn im Moment so deine Go-To-Tabaksorten? Was rauchst du denn gerne im Moment? Aktuell? So eine spontane, sagen wir mal, Top 10. Ja, ohne das. Spontane Top 10. Hau einfach mal raus, was dir so einfällt, was du im Moment gerne rauchst. Also Virginia rauche ich sehr gerne, Nameless Black Chai. Mhm. Der wird auch, also vor allem zum Mischen, pur rauche ich den eigentlich nie. Dann beim Virginia finde ich ganz gut den High Spectrum Drops, den ich auch gerade drin habe, den es aber ja leider noch nicht gibt. Ansonsten Ende Sommer kommt der, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Hab ich auch ist gehört. Sommer nicht rum, Alex?
24, ja, ne? Ist eigentlich ist rum, oder? 24, glaube ich, meinten die. Ach, Sommer 24. Ah, okay. Ja, gut, das, nee, ist in der Kommunikation irgendwo hängen geblieben. Ich hoffe, dieses Jahr noch was wird mit Hyde. Also nochmal zur Erklärung, du willst Importeur für Hyde sein, oder? Ja, also das geplant, ist oder? Schon alles geregelt, aber ja, es gibt noch ein paar Probleme mit dem Import. Ich hoffe trotzdem, dass dieses Jahr was wird. Ansonsten Virginia... Wird eng, oder was? Ja, also... Ja? Also definitiv mehr Dark Blend? Ja, das auf jeden Fall. Und beim Dark Blend ist es aktuell relativ Blackburn-lastig und Must-Have. Must-Have, ich wollte gerade sagen, weil früher hast du auch gefühlt nur Must-Have geraucht. Must-Have Lime, ja. Ansonsten Must-Have Recipe. Bei Kiwi und Pinkman bin ich... Stimmt, da hast du dich gestern gefreut wie ein kleines Kind, als du bei mir die 200 Gramm Dose Recipe gesehen hast, ne? Im Regal. Bei Pinkman und Kiwi bin ich raus. Was? Ja. Du bist jetzt aus dem Podcast raus. Ja. Du hast gerade unseren geliebten Kiwi-Smoothie beleidigt. Ja, da rauche ich lieber Blackburn-Kiwi-Stoner. Ja, okay. Nachvollziehbar, aber an sich was ganz anderes. Ja. Ansonsten bei Must-Have... Ich überlege nochmal gerade... Ne, ich glaube, die beiden Sorten sind eigentlich so die, die ich, also hast du schon eher so zwei Hände voll Sorten, die du dir rausgesucht hast, die du magst, und die brauchst du hoch und runter. Bei Blackburn ist es halt Green Tea, Kiwi Stoner, Lemon Sweets mag ich auch ganz gern. Ja, der ist auch gut. Und ansonsten Tangy ist Cane Mint. Ja. Auch zum Mischen offensichtlich. Wir haben im Tasting haben wir einen puren Kopf Cane Mint gehabt. Ja. Und ich dachte erst, der scheppert einen jetzt komplett aus dem Leben. Geht. Und es geht tatsächlich. Ja. Also man kann, ich habe das Gefühl, ob du 5% oder 50% reinmachst, von der Kühle an sich ist es gar nicht so der krasse Unterschied. Du hast natürlich mehr Geschmack. Natürlich, aber ich finde das an sich schon sehr intensiv. Ja, also es ist jetzt nicht so wie bei Supernova, wo zwischen 5% und 50% so, du kannst den Kopf angenehm rauchen mit einer Kühle und du kannst ihn gar nicht mehr rauchen, gefühlt. So ist das bei Cane Mint irgendwie nicht. Also die Kühle bleibt irgendwie konstant, sehr, sehr gleichmäßig, finde ich. Ja. Wenn wir jetzt schon mal bei Tabak sind, du hast ja schon deine Samples hier angesprochen. Apropos, wie schmeckt's? Schmeckt ganz gut, ja. Du hattest den Traube, gut, ne? Traube Minze mit Kiwi-Smooth. Ja, dadurch, dass er gemischt ist. Dadurch, dass er gemischt ist, schmeckt das nur ganz gut. Und wenn der pur wäre, wäre das bestimmt sehr gut. Genau, ja. Schmeckt deine? Gut. Also, nee, meine hat so eine Entwicklung durchgemacht. Also, am Anfang hatte ich irgendwie mehr von dieser Teenote. Und die Teenote ist dann weniger geworden. Und jetzt kommt ein bisschen mehr von dem Rest durch. Okay. Aber ich beim Anrauchen fand ich ihn auch, beim Anrauchen fand ich ihn nicht so gut. Jetzt mittlerweile eigentlich schmeckt er ganz gut. Also, könnte ich mir so vorstellen. Okay. Freut mich. Aber kannst du allgemein zu dem Sample, oder zu dem Projekt vielleicht ein bisschen mehr erzählen? Ja, also was Zubehör und Pfeifen angeht, sind wir, würde ich mal sagen, mittlerweile ganz gut aufgestellt und haben eigentlich alles Nötige. Ich meine, Kohleanzünder und sowas haben wir jetzt nicht, aber da gibt es ja Sander mehr. Ja. Und da habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, da jetzt irgendwie auf Krampf noch mit anzufangen. Und deshalb, wir haben uns jetzt auch nochmal überlegt, dass wir einen eigenen Tabak machen. Das soll erstmal nur ein Dark Blend werden. Das ist wahrscheinlich eher persönliche Präferenz. Aber wir haben auch... ja, meine auch. Ja. Auch bei uns im Shop ist es nicht so wie bei den meisten Online-Shops oder generell Shops, dass Virginia irgendwie... es macht noch den größeren Anteil aus, aber es ist nicht so stark verteilt, wie es bei vielen anderen Shops ist. Also bei uns ist es so irgendwie 60-40 sowas. Mhm. Und von anderen Shops höre ich eigentlich fast eher so eine 80-20 oder 85-15. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass wir schon eine Kundschaft haben, die erfahrener ist, würde ich jetzt mal sagen, und die einfach auch Dark Blend. Auch. Ich würde auch sagen, wenn du eine Mosepfeife kaufst, ist der Schritt zu, ich probiere mal Dark Blend aus, weniger da als bei anderen Shops oder bei anderen Herstellern. Ja, denke ich auch. So Jungs, wir haben sehr viel in die Vergangenheit geguckt. Ja. Wir haben alles gehört von dem Mosi, der, wie gesagt, im Keller hier die Mundstücke klebt, über den ganzen Werdegang bis zur aktuellen Halle. Wir haben drüber geredet, was du aktuell gerne rauchst. Wir haben auch schon so ein paar Sneak Peeks von der Zukunft geraucht, aber um nochmal ein bisschen breit gefächerter über die Zukunft zu reden, wie schätzt du denn die Lage
sowohl aktuell vom Shisha-Markt ein, weil das ist ja was, was im Moment sehr viel diskutiert wird. Wie denkst du über die Zukunft und die aktuelle Situation nach vom Markt im Allgemeinen? Also ich glaube, dass schon eine deutlich größere Angst vorher war, zu Anfang des Jahres so. Also man hat gemerkt, die Leute haben sich erstmal mit Tabak eingedeckt, letztes Jahr vor allem noch. Aber habt ihr euch bei den Verkäufen damals schon gedacht, okay, die bunkern? Oder dachtet ihr, wow, es rauchen auf einmal 15.000 Leute mehr Shisha und die kaufen alle kiloweise Tabak? Man hat ja auch gemerkt, da waren dann Kunden dabei, die haben für 600, 700, 800 Euro Tabak bestellt. Hattet ihr da viele von? Also Leute, die wirklich in einer Bestellung mit 700 Euro reingegangen sind? Weißt du, was die... Was heißt... Kurze Zwischenfrage. Wisst ihr... Was die größte Bestellung, Einzelbestellung im Shop von einer Privatperson war? Ja, ich glaube wohl. Wie viel war das? Knapp 5.000 Euro. 5.000 Euro, was hat er bestellt? Ja, das ist ein Kunde aus Abu Dhabi. Aus der Portokasse, natürlich. Kann ich mehrere Öl Pfeifen, als Bezahlung schicken? Er hat mehrere verschiedene Pfeifen und auch ziemlich viele Caesar Balls bestellt. Krass. Kann man machen. Ja gut, wenn man einsteigt, dann richtig. Ja. Ne? Ich wünsche für 5.000 Euro. Tabakbestellung ist so knapp vierstellig irgendwo gewesen. Krass. Schon crazy. So, das heißt, ihr habt da schon gemerkt, okay, die Leute bestellen gerade sehr, sehr viel Tabak, mehr als gewöhnlich. Und ihr wusstet ja natürlich von der Umstellung. Ja, wir hatten alleine so die Topseller Grape 2.0 von Holster. Da hatten wir dann halt palettenweise das stehen. Und da waren auch Kunden dabei, die haben dann direkt 24, also ein Masterkarton bestellt. Also Masterkarton, ne? Ist einmal die Umverpackung, wie die da ankommen, direkt wieder so rausgeschickt. Genau. Ja, wir verpacken die schon noch. Aber ja. Ja. Aber ich meine, ihr nehmt jetzt nicht irgendwie die Dosen raus. Und ja, so. Genau. Ja. Also. Da habt ihr gemerkt, okay, Tabak geht gerade durch die Decke. Ja, und hast du aber schon gedacht, dann wird es auch wahrscheinlich in Zukunft erstmal weniger. Ja, klar. Also ist ja logisch. Aber man hat halt jetzt auch gemerkt, mit der Inflation und wo die Leute einfach ein bisschen weniger Geld haben, dass vor allem die Hardwareverkäufe, also Shisha-Zubehör, schon zurückgegangen sind und wirklich dann nur das Nötigste, Tabak und Kohle gekauft wird. Das ist natürlich für uns etwas blöd, weil am Tabak verdient man nicht viel Geld. Ich glaube, das ist aber auch bekannt. Ja. Dass da keine Riesenmargen sind, weiß, glaube ich, jeder. Also das, was früher in den Shops immer erzählt wurde mit, ah Bruder, an der Dose verdienen wir 1 Euro, das ist Bullshit. Das war früher schon mehr. Und dann kamen die Hersteller mit, ja, die Marge insgesamt auf die 25 Gramm Dosen. Wenn du 8 25 Gramm Dosen, also 200 Gramm verkaufst, ist die Marge besser. Die Rechnung wäre natürlich aufgegangen, nur kauft keiner direkt 8 Dosen. Ja. Also die wenigsten zumindest, ne? Ja, also ein paar Leute schon. Ist halt vor allem auch enormer Mehraufwand im Lager, wenn wir dann Picklisten haben, wo ein Kunde zum Beispiel von jeder Sorte einer Marke eine Dose bestellt, weil dann rennt der Mitarbeiter da zu jedem Fach. Ja. Und die Bestellung dauert halt einfach mal dreimal so lange zu packen. Und du hast am Ende minimal mehr Marge am Ende. Ja. Aber also sogar der Punkt von den Herstellern, du hast mehr Marge, wenn du 8 25 Gramm Dosen verkaufst, wird allein dadurch schon wieder hops genommen, dass du so viel mehr Arbeit hast. Genau. Das ist natürlich in einem Offline-Shop was anderes, wenn der Kunde selber zum Regal geht, aber wir als Online-Shop haben halt dann eben diese Problematik, dass es im Lager ein deutlicher Mehraufwand ist. Ja. Und dann, Entschuldigung, mach. Sag. Nee, mach. Ich glaube, das passt noch besser. Ich hätte es umgeschwungen. Ach so, ja. Ist weg. Also, ist weg. Dann tut's mir leid. Ja, passiert. Merkst du zu den Hardwareverkäufen Ende letzten Jahres jetzt langsam wieder einen Anstieg? Also, dass so ein bisschen so, dass sich die Lage ein bisschen beruhigt hat, so nachdem alles auf Bunker gekauft wurde? Also, was man auf jeden Fall jetzt merkt, wo ja jetzt die verlängerte Frist auch zu Ende ist seit Juli, dass die 25 Gramm Verkäufe wirklich Monat für Monat ansteigen. Also, die Leute, die vielleicht nur ein bisschen gebunkert haben und jetzt die langsam laufen, leer laufen. Die bestellen halt jetzt auch ganz normal weiterhin 25 Gramm Tabak. Also ich mache mir wenig Gedanken, dass jetzt auf einmal alle aufhören würden. Ja. Und, also du hast wenig Sorge, so dieses, ja, der Shisha-Markt wird komplett sterben und so. Das gut, man sieht natürlich, dass viele, vor allem kleinere Shops,
jetzt aufhören oder schon aufgehört haben. Ja. Da habe ich auch noch eine gute Folgefrage. Und da ist natürlich schade, gerade was die Vielfalt im Markt angeht, weil mir fallen so aus dem Kopf jetzt wenig Marken noch aus Deutschland ein, die wirklich irgendwie auch innovative Designs machen und innovative neue Produkte rausbringen. Ich denke, das kann man fast an einer Hand mittlerweile abzählen, ja, die wirklich irgendwo noch eine relevante Marktstellung haben. Ja, mit Sicherheit. Und das war ja gerade zu Corona-Zeiten, da sind ja viele, viele Marken auch erst dann aufgekommen. Aber so schnell, wie die gekommen sind, sind die halt eben auch wieder verschwunden. Genau. Aber da klinke ich mich mal ein, weil ich würde immer behaupten, dass dieses Sterben, was aktuell als Sterben der Shisha-Szene bezeichnet wird, nur eine Korrektur von einem sehr ungesunden Wachstum ist, was wir halt während der Corona-Zeit hatten. Ich meine, die Marktanforderung während Corona war natürlich da, dass auf einmal super viele Leute rauchen wollten, die halt früher vielleicht nur in Bars geraucht haben. Und genau die Leute fallen jetzt wieder weg. Und praktisch die Leute, die die Bedürfnisse von diesen kurzzeitig auftretenden Marktanforderungen gedeckt haben, sind halt leider jetzt auch die Ersten, die da wieder wegfallen. Ne? Also praktisch das, was mehr an Kunden dazugekommen ist, was sich diese neu aufkommenden Shops geschnappt haben, das waren halt leider auch die Ersten, die dann eben gestorben sind. Du hattest halt eine enorme Differenz zwischen dem Angebot, was es gerade zu Beginn von Corona gab, weil es war ja, wie wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, mit der Breeze 2, es war halt so, die Produkte, die irgendwie gefragt waren, waren fast immer direkt ausverkauft. Ja. Das war natürlich bei der Breeze 2 extrem, das war ja aber auch bei anderen Marken so, dass die Nachfrage hoch war und die Produkte halt nach einer gewissen Zeit vergriffen waren. Und da haben natürlich auch Leute die Möglichkeit gesehen, jetzt schnell eine Marke machen und irgendwie was mitnehmen. Das hat ja auch während Corona gut geklappt. Während Corona funktioniert, aber das waren halt teilweise ja auch Produkte, die dann sehr inspiriert waren. Teilweise, wenig, ja. Ohne da jetzt tiefer ins Detail zu gehen. Aber 18 Breeze 2 Fakes. Zum Beispiel. Aber dass sich diese Produkte dann auf Dauer nicht durchsetzen, wenn das Originalprodukt wieder verfügbar ist, ist ja irgendwo auch klar. Ja, du hast schon angesprochen und wir haben jetzt auch schon ein bisschen drüber geredet. Vieles ist während Corona aufgekommen, was jetzt wieder vergeht, ne? Die Korrektur vom Markt. Jetzt haben wir aber mit dir die Möglichkeit, du bist ja nicht eine von diesen Marken, die eben während Corona angefangen hat und nur die Zeiten kennt. Ja. So, du hast angefangen 2018, 2019 waren die ersten Produkte am Start. Wenn du jetzt die Zahlen von damals vergleichst mit deinen heutigen Zahlen, hast du dann immer noch das Gefühl, dass es gar kein Wachstum gab, kein reelles Wachstum, wenn wir mal versuchen, und das ist natürlich schwer, Corona auszuklammern? Das größte Problem ist daran natürlich, dass unser größter Schub halt währenddessen kam, aber wenn ich jetzt vergleiche 2019 mit zum Beispiel dem letzten Jahr, was ich ja jetzt auch schon eher als ruhiger bezeichnen würde, ist da definitiv bei uns auf jeden Fall auch ein Wachstum drin gewesen. Aber bei Shops, die noch länger am Markt sind, habe ich auch schon gehört, dass es ja entweder auf gleichem Level oder ein bisschen drunter ist. Drunter, ja, ein kleines bisschen? Teilweise, ja. Ja, okay, das ist natürlich nicht so gut. Ja. Ich bin immer noch der Theorie, die Leute, die wirklich eine Leidenschaft für Pfeife haben, die da auch schon länger dabei sind, vielleicht sogar ein paar, die während Corona dazugekommen sind, das sind auch die, die jetzt noch am Start sind. Und dieser kurze Corona-Hype, ne, sagen wir einfach mal, 50 Marken und Shops sind auf einmal aus dem Boden gesprossen und haben das Corona-Geschäft sehr gerne mitgenommen. Leider sterben von denen auch sehr viele, weil auch die Leute, die während Corona wieder dazugekommen sind, dann jetzt wieder gehen oder vielleicht nur eine Handvoll davon bleiben. Ich bin sehr gespannt, wie es nach der Marktkorrektur aussieht. Eine Marktkorrektur ist natürlich für niemanden schön, ne? Da wird jeder erstmal ein bisschen bluten müssen. Vor allem natürlich im Vergleich zu der geisteskranken Corona-Zeit. Aber ich bin sehr gespannt, wo wir in einem Jahr sind. Weil ich mir vorstellen kann, wenn sich das jetzt erstmal beruhigt und das, was die Leute gebunkert haben, geht wieder leer und wir haben wieder ein
gesunden Markt, weil das, was während Corona passiert ist, das war nicht gesund. Das war der wilde Westen. Du konntest fast alles machen, was du wolltest. Du konntest jedes Produkt auf den Markt schmeißen, was du wolltest, und es wurde dir aus den Händen gerissen. Ja. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die Shops, die sich nicht etablieren konnten, die sich nicht halten konnten, wenn die wieder wegsterben. Das ist natürlich sehr schade, ne? Also versteht mich nicht falsch, das tut natürlich weh zu sehen, wenn Shops zumachen müssen. Den Grease 2-Fax wünsche ich das sogar. Ja, ist ja so. Kann man aus deiner Sicht irgendwo auf jeden Fall nachvollziehen. Ich wünsche niemandem, dass sein Geschäft und sein Einkommen wegbricht. Aber ich bin sehr gespannt, wo wir dann landen. Ja. Bin auch mal sehr gespannt, wo wir da denke ich auch. Uns hin entwickeln werden. Ja. Und ich denke vor allem, also es gibt natürlich einige Leute, die sich irgendwie hunderteweise, Marc, die Kilos gebunkert haben. Aber ich denke, es wird auch genug Leute geben, die ein bisschen was gebunkert haben. Und wie du schon sagst, wenn ihr jetzt schon seht... Es hat ja auch gar nicht jeder die Möglichkeiten, sich so viel da irgendwie zur Seite zu schaffen. Also ich denke auch, dass man merkt es ja jetzt schon, wenn die 25 Gramm Verkäufe ansteigen, dass da zumindest bei vielen mittlerweile auch wieder der Bedarf für neuen Tabak da ist. Ja. Und es kommen ja auch immer wieder neue Sachen. Ich meine jetzt... Blackburn gab es ja eigentlich schon immer nur zu einem teuren Preis und die Leute waren es da schon gewohnt. Dann kam jetzt Tangiers, dann der Aino Dark, gab es den gab es auch noch nicht in groß, glaube ich, ne? Den Aino Dark gab es nie in groß. Nie in groß, genau. Also es sind die alten, also die Virginia-Sorten, die gab es noch in groß. Ja, genau. Aber es kommen halt auch neue Sachen, die wollen die Leute auch probieren und dann sind sie halt auch eben gezwungen. Ja, klar, wenn du dann einen Blackburn probieren willst, obwohl da gab es auch noch eine kurze Phase mit den 100 Gramm Dosen. Gramm, aber die haben ja auch schon 17 Euro gekostet. Ja. Also die waren ja auch schon bei 200 Gramm bei 34 Euro oder sowas. Ja. Oder 30, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber du hast jetzt auf jeden Fall keine Angst, dass du in einem Jahr Leute entlassen musst. Und also so schlimm ist es nicht. Nee, also wir haben gerade erst wen neu eingestellt und ich glaube nicht, dass... Also können wir uns noch auf eine lange Zeit Mose freuen. Ich hoffe es. Ja, einfach den Code directly, Code SWG, bei Mose schön reinshoppen und dann wird das schon. Genau. Wichtig. Leute, wenn ihr noch Fragen an den Mosi habt, TikTok ist am Start, YouTube ist am Start, Insta ist am Start. Bombardiert ihn gerne mit euren Fragen. Wir haben heute leider keine Fragerunde vorbereitet, ausnahmsweise mal. Aber ich denke, das war auch so ultra interessant, mal zu hören, wie du gestartet hast, wie der Verlauf war, wie der Blick in die Zukunft ist und auch mal einfach von dir zu hören, was du noch so an Pfeifen daheim hast, was du gerne rauchst. Ja, wir machen uns jetzt alle langsam los zum Event. Heute sind wir noch auf ein Event eingeladen, deswegen bist du auch in der Frankfurter Area und wir haben direkt gesagt, Podcast. Haben Sie da Lust? Ja, zum ersten Livestream musste ich dich damals extrem überreden. Ja, da war ich noch ein bisschen kamerascheu. Ja. Obwohl du heute ja auch ein bisschen aufgeregt warst. Ja, aber... War es jetzt schlimm im Nachhinein? Nee, war in Ordnung. Oder? Ja. Wir machen uns eine Pfeife an, wir quatschen ein bisschen. Ist doch ganz entspannt. Ja. Also gibt es eine zweite Folge mit Mose. Können wir machen. Okay. Geil. Wunderbar. Ja. Leute, danke fürs Zugucken, fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung da lassen, wo auch immer ihr guckt. Yes. Schaut mal bei Mose vorbei. Denkt an Code Directly und SWG, falls ihr bei Mose reinshoppt. Nicht falls, wenn ihr bei Mose reinshoppt. Und das macht ihr natürlich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Support ist kein Mord. Leute, Chris fürs Zuhören. Moritz, danke fürs Rumkommen, uns Zeit nehmen. Danke. Und wir machen uns jetzt los zum Event. Bis zur nächsten Folge. Sayonara. Macht's gut. Ciao, ciao.